Hallo an alle, die jetzt live dabei sind. Hallo an alle hier im auf YouTube, meine ich, bei der Aufzeichnung. Wir starten nochmal eine Runde Valheim. Ich bin einfach gerade im Valheim-Fieber. Mich hat das Valheim-Fieber gepackt. Und seit dem letzten Stream habe ich wieder mit meinen Freunden ein bisschen weitergespielt. Wir haben wieder ein bisschen was aufgebaut, ein bisschen was erkundet. Und ich durchsuche jetzt gerade die Berge. Denn ich habe keine Ahnung, wo der nächste Boss auf uns wartet. Und irgendwo in den Bergen muss es so Hinweissteine geben. Zumindest war das bisher eigentlich immer so in den verschiedenen Biomen. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen hier das Bergbiom durchsuchen. Hi Retro Games, wie geht's? Oh, und hallo Abraxe. Oh, dankeschön. Woher wissen das alle? Aber dankeschön. Sadala. Genau, wir haben jetzt hier, wenn ich auf die Karte gucke, ich habe schon ziemlich viel Bergareal erkundet. Erfolglos, aber ich habe auch weite Strecken von dem Berg im Schneesturm erkundet. Ich habe kaum was gesehen. Überall waren Wölfe und Drachen. Keine Ahnung, was überhaupt los war. Ich wäre fast gestorben. Insofern macht das schon Sinn, dass wir hier vielleicht nochmal ein bisschen durchlaufen. Lauf jetzt mal so ein bisschen am anderen Rand entlang. Da werden wir schon noch irgendwas Cooles entdecken, hoffe ich. Wie sieht's essenstechnisch aus? Bin satt, okay. Bin leider nicht ausgeruht, ne? Ah, das gefällt mir gar nicht. Wollen wir da unten schon wieder Drachen rumgurken? I don't like this. Bei meinem Turm, den ich da gebaut habe, ah, den kennt ihr noch gar nicht. Wisst ihr was? Gehen wir zurück zum Turm. Das ist eine gute Idee. Wir sind doch nicht weit weg und ich würde gern ausgeruht sein. Ich bin nämlich fix und fertig. Und es kommt eh schon wieder ein Schneesturm, oder? Kann man einmal hier die Berge erkunden ohne Schneesturm? Das wäre reizend. Naja. Hilft ja nichts. Umso mehr ein Grund, dass wir jetzt einfach heimgehen. Es wird auch noch Nacht. Ich habe keinen Bock auf Werwölfe. Ich habe jetzt mein Schwert und Schild, das ich beim letzten Mal noch hatte, gegen eine Axt ausgetauscht. Weil auf dem Papier ist die Axt ziemlich geil. Die werden wir nachher auch mal benutzen. Bestimmt zwangsläufig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwie nicht glücklich damit. Irgendwie sind Schwert und Schild effektiver. Also so rein auf dem Papier würde die Axt eigentlich deutlich mehr Schaden machen als das Schwert. Gar kein Vergleich. Und hätte fast so gute Blockwerte wie das Schild. Aber irgendwie ist die so lahmarschig und na, ich weiß nicht. Braucht so viel Ausdauer für jeden Schlag. Und da ist ein Golem. Oh Gott. Ja, laufen wir schnell nach Hause. Ich hoffe, erstens, dass mich der Golem jetzt nicht den ganzen Weg verfolgt. Und zweitens, ich darf nicht so viel sprinten. Ey, wenn mir ein Wolfsrudel begegnet und ich habe keine Ausdauer, bin ich tot. Und zweitens hoffe ich, weil es eh Nacht ist, dass wenn ich ins Bett gehe, da ist er, der Turm, dass dann einfach die Gegner wegspawnen. Ich habe hier schon ziemlich viel Kupferbaustellen und da unten ist ein Golem gefangen. Und das ist ziemlich gut, weil erstens greifen denen die Drachen immer an, dann lassen sie mich in Ruhe. Und zweitens glaube ich, solange hier der eine Golem spawnt oder gespawnt bleibt, spawnt kein neuer Golem. Und das ist richtig gut. So, jetzt aber ab ins Brettchen mit uns. Oh oh, habe ich Holz im Inventar? Nein. Aber ich glaube, ich habe oben ein bisschen Holz stehen. Weil sonst ohne Feuer kann man nicht schlafen. Ich meine, das macht auch ein bisschen Sinn sogar, ne? Ich glaube, es ist einfach eine dumme Idee, ohne Feuer zu schlafen, weil man höchstwahrscheinlich erfriert. Gerade in diesen Gefilden hier und so. Ich höre da draußen Wölfe heulen. Aber vielleicht lässt mich das Spiel trotzdem schlafen. Schauen wir mal. Nein, Enemies nearby. Na, dann müssen wir vielleicht mit unserer Axt. Man ist auch so langsam mit der Axt. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich werde nicht warm mit der Axt, leider. So, Wölfe, wo seid ihr? Ne, die haut schon rein, aber habt ihr gemerkt, wie lang es dauert, bis der erste Schlag überhaupt mal delivered wird? Das Ausholen dauert schon einfach ewig. Ich bin kein Fan von dieser Axt. Nein.
Aber ich bin Fan davon zu schlafen. Das Lustige ist, wenn das Bett direkt neben dem Feuer steht, erstickt unser Charakter nachts immer, weil man im Rauch nicht atmen kann. Wir verlieren auch Lebensenergie, während wir hier liegen, aber zum Glück nicht so viel. Immerhin. So, jetzt haben wir nämlich Komfort immerhin 5 gehabt beim Schlafen. Das heißt, wir sind jetzt 12 Minuten rested. Und das heißt, dass sich unsere Ausdauer wesentlich schneller regeneriert. Außerdem fällt mir gerade auf, packe ich mal noch Sachen in die Kisten. Ups, die nehme ich schon mit. Oh, ich habe echt ein bisschen Angst, muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass wir irgendwo da draußen in den Bergen sterben. Weil dann habe ich ein Problem. Dann kriegen wir nie wieder unser Zeug. Hey, Mr. Roboto, Dankeschön fürs Abonnieren. Abonniert schon 39 Monate. Meine Güte. Bin ich überhaupt schon so lange auf Twitch? Aktuell im 15. fortlaufenden Monat. Super cool. Vielen Dank. Freut mich sehr. Neun, das sind, wie viele Jahre sind denn das? Das sind 24, 36, 3 Jahre und 3 Monate. Das ist schon nicht schlecht, ne? Crazy, crazy. Dankeschön für die langjährige Treue. Es ist mir eine Ehre. So, Golem. Ah, Mist, ich habe meine Bone-Mass-Fähigkeit nicht. Jetzt habe ich schon ein bisschen Angst. Ich versuch's. Jawohl. Guck, das ist halt blöd. Ich kann den nicht mehr so leicht blocken. Ich kann kontern, blocken geht nicht mehr. Und das macht's halt schwierig, die Kämpfe. Ich muss quasi perfekt kontern, weil wenn ich blocke, haut er mich tot. So wie jetzt. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und ich habe meinen Gottsiegen nicht, der mich aushaltiger macht. Ich glaube, ich laufe weg. Solange mich der verfolgt, das ist das Gute, gehen Drachen und Wölfe, denen wir begegnen, vielleicht eventuell auf ihn und nicht auf mich. Das ist der Vorteil, wenn man so einen Golem dabei hat. Hey, ich würde so gern Wölfe zähmen. Vielleicht. Oh, das könnten wir machen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das anstellen soll. Aber das würde mir gefallen. Von Anfang an liebe den Kanal. Dankeschön, das freut mich echt. Was wollte ich sagen? Wölfe zähmen wäre cool. Wir könnten uns einen riesen Wolfrudel machen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das anstellen sollen. Aber vielleicht wäre das fast ein produktiverer Plan. Wenn wir einfach Wölfe. Hey, ich könnte, wenn dann. Ich bräuchte 2 Wölfe. Ich müsste hier in den Bergen 2 Wölfe zähmen und könnte dann den relativ sicheren Weg von unserem Berglager zurück ins Hauptlager gehen und könnte dann im Hauptlager Wölfe züchten ohne Ende. Und dann hätten wir irgendwann Millionen Wölfe überall. Ich habe das wirklich, das ist echt witzig, wenn die Wölfe selber jagen können, wenn das Gebiet, in dem die eingesperrt sind, groß genug sind. Und bei mir wäre das definitiv so. Ich müsste ein paar Gefahrenquellen beseitigen, dass die sich nicht wehtun. Aber ja, genau. Dann. Ich habe den Faden verloren. Ach so, genau. Dann können die sich selber ernähren und dann vermehren die sich ohne Ende. Und ich habe da schon irgendwie Berichte gelesen, dass bei vielen Spielern die Framerate total einbricht, weil die einfach 1 Million Wölfe haben und die wissen nicht mehr, wohin damit. Das hätte ich auch gerne, bis das Spiel abstürzt. Hey, Katka, hallo. Schön, dass du da bist. Warum blutet dir da das Herz bei Valheim? Verzeihung. Oh nein, da ist schon wieder ein Golem. Aber hier war ich, glaube ich, noch nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich hier sein will in dem Kessel. Ah, da ist ein Drachennest, deswegen sind hier überall Drachen. Aber vielleicht gehen jetzt, wie gesagt, die Drachen auf den Golem und lassen mich in Ruhe und ich kann in Ruhe fliehen. Irgendwo muss es doch einen Hinweis dazu geben, wo der nächste Boss ist, oder? Das gibt es doch nicht. Der Berg ist so groß. Ich muss ein bisschen meine Ausdauer sparen. Könnt wieder ein bisschen was essen, glaube ich. Zumindest ein bisschen Wolfsfleisch.
Naja, ich glaube, wir erkunden jetzt den Berg ein bisschen. Ich habe es euch eh schon gezeigt, ich habe eh schon viel erkundet, aber im Schneesturm, das zählt nicht. Bis da hinten decken wir den Berg jetzt auf. Dann habe ich alles mal so ein bisschen gesehen. Und wenn ich da keine. Ich weiß ja nicht mal genau, nach was ich suche, aber irgendwo müsste so eine Tafel sein, die mir zeigt, wo der nächste Boss ist. Und wenn wir das gemacht haben, erfolglos, dann zähmen wir Wölfe. Ich weiß nicht wie, aber das schaffen wir. Ich muss einfach nur schnell genug, bevor ich gefressen werde, einen Zaun um einen Wolf bauen. Nein, so einen Zaun beißt doch der Wolf in 0, nix kaputt. Wir brauchen die Gruben, die Silbergruben. Da fallen öfter Wölfe rein. Das ist gut. Wir nehmen die Silbergruben und ich baue bei den Ausgängen, die ich mir gegraben habe, Zäune hin oder Wände oder grab die so um, dass man da nicht mehr so leicht rauskommt. Und dann sind Wölfe in den Silbergruben gefangen. Und dann kann ich den Fleisch runterwerfen. So machen wir es. Das klingt echt gut. Und dann werden die schon langsam gezähmt. Und wenn die dann gezähmt sind, dann laufe ich mit denen den sicheren Weg, den ich mal schon angelegt habe mit der Riesenbrücke und so, zurück in unser Hauptlager und mache mir da eine Riesenwolfsarmee. Ah, oh, da ist schon einer, aber den kann ich jetzt leider nicht sehen. Den muss ich wahrscheinlich mit meiner Axt streicheln. Nein, daneben gestreichelt. Nein, come on. Die Axt. Ich bin leider echt kein Fan von der Axt. Ich dachte, die gefällt mir. Aber Schwert und Schild ist einfach besser. Könnte sein, dass ich hier im Schneesturm schon war. Ich erkenne halt nichts wieder. Man ist halt in den Schneestürmen echt blind einfach, ne? Zu spät, oder? Der hat uns schon gesehen. Na dann, schauen wir mal. Wenn der tot ist, gucke ich wieder in den Chat. Moment. So. Oh nein, weil du das mit deiner Ex gespielt hast. Oh, das tut mir leid, dass das jetzt so Backflash für dich bedeutet. Das ist echt doof. Mein Mitgefühl zu dir. Eine Mitgefühls-Genki-Dama mitten ins Gesicht. Verzeihung, ich muss kurz einen Schluck von meinem Husten- und Bronchialtee trinken. Oh, da ist so viel Honig drin. Ah, oh, ich habe da so viel Honig reingetan. Puh, der ist süß. Boah, jetzt bin ich fit. Energieschub. Zuckerschock. Na dann, die Berge können mir jetzt gar nichts mehr. Mein Blut ist dickflüssig und gelb jetzt. Ja, kennt ihr das, wenn sich am Boden noch so viel Honig absetzt? Puh. Oh nein, Wolf. Warte. Nein. Ja, reinhauen tut sie die Axt, aber die ist halt, glaube ich, auch nicht gegen jeden Gegner geeignet. Ich glaube, echt zu Wölfe kann man mit dem Speer besser hauen. Mit mir will die Merlin leider kein Valheim spielen. Die mag das Spiel nicht. Die findet das blöd und hässlich und langweilig und alles Schlechte findet die nur an dem Spiel. Schade, schade. Dabei finde ich das sogar wirklich schön. Ich mag sowieso so Low-Auflösungstexturen. Der Stil gefällt mir sowieso. Aber abgesehen von diesen Retro-Texturen hat das Spiel eben total geile Effekte. Das erzeugt so einen wunderschönen Hybrid, finde ich, eines PlayStation 2-Spiels und eines modernen Spiels. Ich finde, alles Gute optisch aus diesen Ähren wird hier vereint. Das gefällt mir. Oh nein, der Speer, der fliegt sonst wohin. Den finde ich wieder. Ja, der ist perfekt. Der ist in den Baum gefallen. Ja, hier war ich, glaube ich, schon, sonst würde kein Baum liegen. Mit dem Speer, die Drachen jagen, spart halt Munition. Aber ob das jetzt so richtig gut ist, weiß ich nicht. Oh, Golem! Ich meine, meine Bone-Mass-Fähigkeit wäre fertig, ne? Ich glaube, die aktiviere ich, gegen den kämpfe ich. Heidoken!
Wow, du hast gerade das Haus. Auf einen Schlag hat er das Haus weggesäbelt. So ein Golem will man nicht in seiner alten, ollen Holzbasis rumstehen haben, ne? Golem, hau den Drachen, komm, der ist nervig. Yeah, Golem, du bist so verdammt cool, ey. Es tut mir immer echt manchmal leid, gegen die Golems dann kämpfen zu müssen. Weil ich finde die eigentlich so cool. Die hauen einfach, die säbeln Bäume, Felsen, Drachen, alles wird einfach auf einen Schlag weggesäbelt. Nur wenn ich mit meinem kleinen Stock hier blocke, dann kommen sie nicht durch. Au. Ich frage mich, gegen was die eigentlich empfindlich sind. Vielleicht gegen stumpfe Waffen. Stumpfe Waffen kann ich halt gar nicht, habe ich noch nie getestet. Bam. Kaputschko. Die Drachen hier in Valheim. Also, ich glaube, ich habe mich ja relativ wenig gespoilt zu dem Spiel. Obwohl ich das jetzt schon über 100 Stunden spiele. Wenn nicht sogar schon 200 oder so. Ich habe einen Großteil meines Urlaubsmonats mit Valheim verbracht. Obwohl ich das schon so lange spiele, habe ich mich ja nicht gespoilt. Und ich mache die Progression, also die echte Progression, Bosse und sowas, immer nur zusammen mit Freunden, mit denen ich das spiele. Das kriegen wir nur jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende mal für ein paar Stunden hin, dass wir alle spielen können. Deswegen geht es langsam voran und ich verbringe viel Zeit auf den einzelnen Technologiestufen, wenn ich allein spiele. Und ich habe es geschafft, mich noch relativ wenig zu spoilen. Und ich glaube aber, dass der Boss hier in den Bergen ein richtiger Drache ist oder so. Irgendein größerer Drache. Und die kleinen Drachen, die hier so rumfliegen, die sind ziemlich leicht zu besiegen. Wenn ich da einen guten Bogen und gute Pfeile dabei hätte, könnte ich die 0, nix wegschießen. Ich mache es mir mit meinem Speer ein bisschen schwer, aber selbst dann. Die machen auch nicht viel Schaden. Die sind eigentlich nur nervig, wenn die gemeinsam mit anderen Gegnern irgendwie noch zusätzlich auftauchen. Oder ich hatte auch schon mal wirklich das Szenario, dass 4 Drachen um mich rumgeflogen sind und ich dauernd von allen Seiten angespuckt wurde. Und dann können die schon auch gefährlich werden. Aber so sind das im Grunde nur ein bisschen so nervige, spuckende Fledermausdinger. Das war ein gewagter Wurf. Den Speer hätte ich leicht verlieren können. Na? No room? Achso, naja. Nehme ich lieber den Speer statt den Wolfskopf. Es wäre voll cool. Es wäre wirklich cool. Warum nicht? Das Spiel ist ziemlich magisch. Wenn man den Wolfskopf und das Wolfsleder und das Wolfsfleisch einfach so mit heimträgt und dann wieder zusammenbaut und mit Odins Supermagie wieder Leben einhaucht. Und dann hat man den Wolf zu Hause. Dann müsste man den nicht hier zähmen und dann ewig weit durch die halbe Map ziehen. Oh, da hinten ist zumindest ein Haus. Ich dachte kurz, dass der Fels im Hintergrund und das Haus ein Gebäude sind. Und dachte, das ist irgendwie ein riesiger Schrein oder sowas. Ich habe mir schon gedacht, crazy, was habe ich denn da entdeckt? Aber so crazy ist es gar nicht. Da hinten sind 2 Wölfe. Einmal habe ich hier schon den Ein-Sterne-Wolf getroffen, zusammen mit einem Null-Sterne-Wolf. Die haben mich ganz schön fertig gemacht, da war ich dann ziemlich schnell tot. Damit habe ich auch nicht gerechnet, aber die waren, der Ein-Sterne-Wolf hat quasi durch meinen Block einfach durchgeschlagen. Der hat mich permanent gestaggert, ich konnte im Grunde nichts machen. Das war schon gemein, aber so Null-Sterne-Wölfe sind nicht so tragisch. Aber Khadgar, kannst du mir dann vielleicht einen Tipp geben, nach was ich eigentlich Ausschau halten will, wenn ich so einen Spawn-Punkt-Marker für den nächsten Boss finden will? Wenn du da Erfahrung hast, weil ich laufe hier durch die Berge wie ein Trottel und habe keine Ahnung. Skyrim und Monster Hunter, ja genau, dann bist du perfekt vorbereitet für den Drachenkampf, würde ich sagen. Okay, das sind Zwiebelsamen, oder? Da habe ich zwar 3 schon gefunden, aber die würde ich echt gern mitnehmen. Aber das heißt, ich muss gegen den Drachen hier, Steingolem hier kämpfen. Und ich habe noch 16 Sekunden lang Power. 16 Sekunden lang, die Power von Bone Mass. Damn it, das reicht nicht.
Und ich bin leider nicht mehr rested. Oh, das wird ein nerviger Kampf, befürchte ich. Vor allem, wenn ich dauernd daneben hau. Das Gute ist, wenn die mit ihrem beiden Arm zuschlagen, treffen die gar nichts. Aber wenn die nur mit einem Arm zuschlagen, dann habe ich ein Problem. Ach, Steingolem, das wird jetzt ein Scheißkampf. Katka! Dankeschön fürs Abonnieren! Schon 25 Monate. Cool, dankeschön, freut mich. Kablam! Yay, 25 Monate. Wie nennt man das Bikini-Oberteil einer Meerjungfrau? Algebra. Warte mal, ich habe heute erst auf Twitter so einen guten, schlechten Witz gelesen. Ah, meinst du, ich könnte mich noch erinnern? Natürlich nicht. Mensch, der war schlecht. Der war fantastisch schlecht, war der. Aber mir fällt es nicht mehr ein. Ungefähr auf der ähnlichen... nee, ich weiß es nicht mehr. Egal. Danke für den schönen Witz. Ach ja, die Berge. Die sind jetzt gar nicht mehr so weit, ne? Aber in die Richtung war ich zumindest noch nicht. Ich glaube, wenn wir am Ende der Berge angekommen sind, laufe ich gemütlich durch Schwarzwald und Wiesen am Meer entlang wieder nach Hause. Das wird zwar ein bisschen langer Weg, aber ich will nicht auf dem Rückweg wieder mit Golems und Drachen zu tun haben die ganze Zeit. Aber wahrscheinlich sind diese Tafeln, weil ich finde hier nichts außer so ein paar Holzhütten und manchmal so ein bisschen Steinstrukturen. Diese Tafeln sind wahrscheinlich irgendwo theoretisch hier in der Nähe angebracht, oder? Denke ich mal. Diese Markertafeln. Naja. Hi, Mr. Skyline. Wie geht's? Hallo. Wie komme ich denn da hoch? Müssen wir ein bisschen außen rum gehen. Ah, wartet mal. Ist das eine Steinkonstruktion? Nee, das ist einfach nur ein Stein. Keine Konstruktion. Ah, aber hier ist eine Steinkonstruktion. Ein Steinkeller. Auf so einem habe ich ja unsere Burg gebaut, unseren Turm. Deswegen hat unser Turm jetzt so einen coolen Keller. Ja, zumindest Zwiebelsamen haben wir jetzt einige. Das ist cool. Dann kann ich nämlich, wenn wir dann die Berge erfolgreich hinter uns gebracht haben und zu Hause sind im Hauptlager, kann ich wenigstens die Zwiebelproduktion ordentlich ankurbeln. Und das darf man nicht unterschätzen, weil Zwiebeln sind, glaube ich, super. Weil mit Zwiebeln alleine, ohne irgendwas anderes, kann man Zwiebelsuppe machen. Und Zwiebelsuppe ist ein ziemlich gutes Nahrungsmittel, habe ich schon gemerkt. Also ich habe noch keine gemacht, aber ich habe sie schon freigeschaltet quasi, weil ich meine ersten 3 Zwiebeln schon geerntet habe. Die habe ich gleich wieder angepflanzt, dass ich noch mehr Zwiebelsamen kriege. Aber ja, wenn ich dann mal die Zwiebelsuppenproduktion starten kann im großen Maß, dann habe ich auf jeden Fall ein sehr gutes, neues, einfach zu machendes Gericht. Und man kann noch irgendwas mit Zwiebeln machen. Zwiebel plus irgendwas ist auch noch was Gutes. Aber das weiß ich nicht mehr. Nein, jetzt läutet mein Handy. Kann leider jetzt nicht rangehen. Wahrscheinlich Geburtstagsgratulanten. Aber das hilft jetzt nichts. Naja. Aber da unten ist noch eine Steinstruktur. Das ist gut. Ich rufe zurück. Wer auch immer du sein magst. Ist auch eine Nummer, die ich nicht kenne. Das ist ganz komisch. Aber um die Zeit ruft nichts Offizielles mehr an, ne? Na. Ach, das könnten, jetzt weiß ich, das werden die Schwiegereltern gewesen sein mit ihrer Festnetznummer. Skelette. Ach, trifft man die hier auch? Nein, wartet mal. Das ist eine Wald. Eine Waldkonstruktion. Das ist ein Waldturm, der hier zufällig noch so am Rand in die Berge gespawnt ist. Ach so. Ich dachte schon, ich hätte hier was total Cooles gefunden. So ein alten Mountain-Turm, aber nein. Leider nicht.
Hey Retro Games, danke schön. Kein Problem. Ich hab's ja auch nicht irgendwie großartig offiziell angekündigt oder so. Anscheinend kommt jetzt bald ein. Ja, Festnetznummer. Diese Warte kam mir entfernt bekannt vor. Wir haben tatsächlich noch eine Festnetznummer hier. Aber wir benutzen es eigentlich nicht. Wir hatten, ehrlich gesagt, hatten wir die nur hauptsächlich, also wirklich eigentlich nur, in der Anfangszeit der Pandemie, als meine Frau im Homeoffice war. Also die ist jetzt immer noch öfter im Homeoffice, aber jetzt ist das halt übers Internet gelöst. Aber da war quasi ihr Arbeitstelefon einfach auf unser Festnetz umgeleitet. Das ist halt noch technisch ein bisschen, ne? Das ging halt auf die Schnelle nicht anders. Naja, genau. Aber jetzt haben wir das auch nur noch zur Dekoration irgendwie. Nein, nicht schon wieder ein Drachennest. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Das heißt, jetzt kommen gleich die Werwölfe. Ich habe gegen die Werwölfe noch nie mit meiner Axt gekämpft. Ah, da kommt ein Golem. Der ist gerade gut. Ich habe gegen die Werwölfe bis jetzt immer nur mit Schwert und Schild gekämpft. Und das war gut. Damit komme ich klar. Aber ich weiß nicht, ob ich mit meiner großen Axt großartig gut gegen Werwölfe kämpfen kann. Aber ich glaube, wir verlassen jetzt die Berge. Oder? Nein, die Richtung wird es noch ein Ticken. Ja, gehen wir noch schnell über den Hügel. Schauen noch, ob wir da was finden. Aber ansonsten müssen wir, befürchte ich, quasi den Boss, den nächsten Boss, oh, da ist noch eine Holzhütte, in anderen Hügelgebieten suchen, in anderen Gebirgen suchen. Und nicht in dem Gebirge, das hier so praktischerweise so nah an unserem Spawnpunkt gespawnt ist. In den Bergen, ich habe jetzt echt schon eine gute Silberrüstung und Silberwaffen und bin schon voll im Silberzeitalter drin. Aber ich muss sagen, so, die Berge machen mich schon noch ein bisschen nervös. Keine Schatzkiste hier. Wirklich nicht. Oder ist die irgendwo versteckt? Sieht so aus, als wäre hier wirklich keine Schatzkiste. Na gut. Hallo, Thanaros, wie geht's? Okay, ich lauf weg hier. Ich geh weg. Ich verlasse die Berge. Sonst kommen wirklich noch die Werwölfe. Achtung, nicht bergab sprinten. Bergab sprinten ist ungesund. Das gilt dann immer als Fallschaden, wenn man zu schnell läuft. Ein bisschen Sinn macht's ja auch, ne? Wenn man so einen 90-Grad-Winkel runtersprintet, ist das halt schon auch wahrscheinlich eher ungesund, wenn man dann unten ankommt. Zumindest für die Kniegelenke. Naja. So ist das. Kennst du Medieval Dynasty? Da bin ich seit der Alpha dabei. Medieval Dynasty. Ich glaube, ehrlich gesagt, sagt mir das nix. Ich kenne Medieval, Total War. Und ich kenne Dynasty. Und Dynasty Warriors vor allem. Aber Medieval Dynasty sagt mir jetzt nichts in der Kombination. Ist das so ein über Generationen hinweg sein Reich verwalten Spiel? So klingt es nämlich. So Spiele mag ich eigentlich. Beziehungsweise ich muss eigentlich sagen, ich mochte die früher super duper gerne. Aber irgendwie habe ich leider, muss ich echt sagen, die Geduld nicht mehr. Ich komme in so Spiele nicht mehr rein, weil ich einfach nicht mehr so lang. Weiß ich nicht. Ich muss das irgendwie. Ich komme nicht in den Flow rein. Die Lernkurve ist mir zu steil geworden. Nee, zu flach. Zu flach ist mir die geworden. Hey, guck mal. Ab und zu, ganz selten, wird man von Odin aus der Ferne beobachtet. Der hat nämlich nur ein Auge, wenn man genau hinsieht. Tja, Trottel. Und dann verpufft er. Wie Puffreis. Na dann. Oder was ist denn mit Evil Dynasty jetzt, Mr. Roboto? Kennst, glaube ich, wirklich nicht.
Ich hätte mal wieder Bock auf ein Dynasty Warriors, muss ich sagen. Und zwar wirklich ein Dynasty Warriors. Ich habe ja Hyrule Warriors gespielt, das alte wie das neue. Und jetzt wurde ja neues Fire Emblem Warriors angekündigt. Das werde ich auch bestimmt spielen. Aber ich hätte mal wieder gern ein Dynasty Warriors, weil die sind nicht so gepolished und ehrlich gesagt auch nicht so gut wie diese Nintendo Spin-Offs. Da hat Nintendo anscheinend irgendwie ein Auge drauf. Aber die sind ein bisschen crazier. Die sind einfach so ein bisschen, ach komm, YOLO, scheiß drauf, machen wir einfach Blödsinn. Und das mag ich. Ich mag so Musu-Spiele grundsätzlich eh ganz gerne. Ab und zu, nicht immer. Die sind halt doch sehr grindig. Ein Mittelalter-Aufbauspiel. Oh, sowas wie, ist das so ein bisschen vielleicht wie Stronghold? Stronghold habe ich auch sehr geliebt. Vor allem, wie hieß es? Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. So sehr habe ich es dann halt doch nicht geliebt. Crusader. Hieß das Stronghold? Crusader? Nee. Oder doch? Nee. Egal. Das in der Wüste. Das, wo es nur um so Oasen rum Wiesen gab und man musste seine Nahrungsproduktion echt gut planen, beziehungsweise auf die Wiesen stopfen, wie blöd. Das war cool. Das hat mir gefallen. Genau, du musst deine Dynastie fortsetzen, aber sehr kompliziert, so viel zu verwalten. Aber wenn man Mittelalterspiele mag, ein absolutes Muss. Ah ja. Ja, wie gesagt, ne, leider komme ich da nicht mehr so rein, weil mir die Geduld mittlerweile fehlt für sowas. Aber früher habe ich das sehr gemocht so. Jetzt mag ich halt lieber, oder mochte ich früher auch schon, aber jetzt spiele ich eigentlich nur noch, was das angeht, so Civilization oder sowas. Weil die Spielereihe hält einem halt immer schön das Händchen. Da kann man nicht so viel falsch machen. Da kommt man schon durch. Nicht immer erfolgreich, aber es geht schon. Da wird einem immer sofort angezeigt, hier, das könntest du noch machen und hier ist noch eine Entscheidung und das hast du noch nicht gemacht. Und so muss man sich da nicht reinarbeiten. Man kann es als kompletter Reihe, Laie, einfach so vor sich hinspielen. Das macht Civilization super. Aber gleichzeitig, wenn man es dann mal verstanden hat, wenn man es ein paar Mal so auf Autopilot gespielt hat und einfach nur, ja, jetzt baue ich mal das in der Liste und mach mal die Einheit. Wenn man dann mal drin ist, kann man super viel feintunen und unglaublich viel rausholen. Aber es muss nicht sein. Das finde ich echt gut. Ist noch sehr weit. Ja, es geht schon. Bringen wir das Zeug einfach zu Fuß nach Hause. Muss ich mal kurz gucken. Wir kommen auf der. Ja, mal schauen. Ich bleibe einfach am Strand. Soll ich darüber schwimmen? Das schaffen wir, oder? Erst noch mal ein bisschen was. Dann haben wir die Ausdauer, um darüber zu schwimmen. Hoffe ich. Jetzt bloß nicht ertrinken auf dem Heimweg. Das wär's. Nee, das schafft er leicht. Kein Problem. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt echt schon auf Elex 2. Ich mochte Elex echt gerne. Das hat einfach so viele interessante Ideen gehabt. Ne? Das hat so viele Konventionen einfach so ein bisschen gebrochen. Das war so ein bisschen Zelda Breath of the Wild in seinem Weltdesign. Aber das waren ja die Gothic-Spiele schon immer so ein bisschen. Ne? Sehr offen, sehr viel zu erkunden und zu entdecken. Und ich mag halt auch dieses Konzept, dass man theoretisch überall hingehen kann, aber. Oh, da ist schon wieder Odin. Der ist aber heute. Heute ist er fleißig beim Beobachten. Aber es versperren einem halt einfach echt krasse Monster den Weg. Und wenn du die halt nicht schaffst, dann weißt du, okay, gut, da komme ich irgendwann mal wieder in 100 Leveln oder so. Das finde ich gut. Das gefällt mir so viel besser wie eine mitlevelnde Welt. Leider hat Elex halt andere Probleme. Das muss man halt auch sagen, auch gerade auf technischer Ebene. Das ist auch nicht gepolished. Das ist nicht nur so, dass das ein kleineres Studio ist mit weniger Budget, sondern das ist auch teilweise ein bisschen schlampig, finde ich. Aber dafür ist es groß und so. Man muss halt auch Prioritäten setzen, wenn man nicht das große Super-AAA-Budget hat. Das ist schon klar. Nee, nee, auf jeden Fall mag ich den Kompromiss, den Elex da macht, ganz gut. Das funktioniert für mich und ich bin gespannt auf Elex 2. Und? Was war das andere? Irgendwas erscheint diesen Monat jetzt noch. In ein paar Tagen.
irgendwas mit 20, 23. oder so. Oder 21. Wo ich mir immer gedacht habe, ach cool, da bin ich auch gespannt drauf. Aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Was war denn das? Das war nichts, was im Game Pass ist, glaube ich, weil ich mir noch gedacht habe, weiß nicht, ob ich mir dann Elix und das kaufen will. Ach so, natürlich Elden Ring. Meine Güte. Elix und Elden Ring, ja, kommen jetzt die nächsten Tage. Die würden mich schon beide interessieren. Muss ich mal gucken. Vielleicht warte ich bei Elix, bis es dann vielleicht günstiger wird oder so. Ich werde wahrscheinlich mit Elden Ring eh beschäftigt sein, wenn ich mir das wirklich hole. Mal gucken. Joa, was spielt denn ihr zurzeit so? Oder auf was freut ihr euch denn schon so, was jetzt die nächsten Monate erscheint? Oh, wartet mal, ein Boar. Mit ein bisschen Boarleder könnten wir uns vielleicht. Ich weiß nur nicht, was ich wegschmeißen soll. Könnten wir uns vielleicht ein Boot bauen, ein Floß zumindest. Mit dem könnte man durchaus ein bisschen schneller heimsegeln. Aber selbst für ein Floß bräuchten wir sechs Leather Scrap. Dann müssen wir noch fünf Schweine finden und töten. Na, mal gucken. Jetzt gehen wir mal nach Hause. Und wenn uns auf dem Heimweg noch fünf Schweine über den Weg laufen, dann können wir heim schwimmen. Schwimmt man mit dem Floß? Was macht man denn mit dem Floß? Am 25. kommt Elden Ring. Ah ja, okay, danke. Schwimmt man mit dem Floß? Oder fließt man? Ich meine, es ist ein Floß. Nee. Man schwimmt, ne? Aber schwimmt man? Sagt man, ich schwimme mit dem Floß? Ne, ich fahre mit dem Floß. Aber das Floß schwimmt. Verrückt. Verrückt. Zitat: Mit Evil Dynasty ist eine einzigartige Kombination aus verschiedenen erfolgreichen Genres: Survival, Simulation, Rollenspiel und Strategie. Moment mal, ist das. Ich habe mir das jetzt wirklich wie so ein: Man guckt von oben auf seine Strategiekarte-Spiel vorgespielt. Ist das eher jetzt doch so ein Third-Person-Ding oder so? Oder First Person. Das muss ich mir jetzt dann doch mal anschauen, glaube ich. Das klingt bizarr. Oder zumindest anders, als ich dachte. Rollenspiel, Survival. Ich meine, das würde theoretisch auch isometrisch auf so einer Karte funktionieren, dass halt sein Volk überleben muss oder so. Naja, du bist eben ein. Ach so, da steht's. Du bist eben ein. Du hast eben einen eigenen Charakter, baust aber gleichzeitig einen Staat auf. Oho, Moment, baut man das mit so einem Baumenü, also mit so einem Baumodus wie jetzt in Valheim oder auch Fallout 4 von mir aus, aber hoffentlich besser als in Fallout 4. Weil mein Reich wirklich aufbauen, richtig aufbauen, aufbauen. Das klingt verdammt interessant für mich. Also so eine ganze Zivilisation errichten mit eigens gecrafteten Dingern, wo man dann aber vielleicht. Na, ich beschreibe jetzt nur so ein bisschen mein Wunschspiel. Ich weiß nicht, ob das das ist. Aber wo man dann so ein bisschen vielleicht seine, wie soll ich sagen, seine Ressourcenproduktion nach und nach so ein bisschen an Untertanen abgeben und automatisieren kann und sowas. Das wäre super. Das wäre super. Ich spiele aktuell Shin Megami Tensei 5. Ah, und warte auf Warhammer 3. Okay, das hat sich meine Schwester für die Switch gekauft. Und wenn die durch ist, werde ich mir das auch mal von ihr ausleihen. Das interessiert mich auch. Also, Shin Megami. Ja. Es geht am ehesten in die Richtung Mount and Blade. Oh, Mount and Blade ist natürlich auch sehr cool. Da habe ich jetzt den ersten vor kurzem zufällig wieder gespielt und dann jetzt eben auch den zweiten kurz drauf. Aber die sind sich so ähnlich, dass mir dann der zweite nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil der erste im Endeffekt ist der zweite schon sehr wie der erste. Aber gut. Mount and Blade ist toll. Viel besser als Fallout. Genauso ist es. Ja, holy shit, das klingt sehr interessant. Das muss ich mir merken. Mit Evil Dynasty. Das muss ich mir aber echt, das schaue ich mir echt nach dem Stream jetzt mal an. Weil das klingt sehr, sehr cool, muss ich sagen.
Na, wenn ich mir vorstelle, jetzt mal so Pi mal Daumen, das ist wie Valheim im Grunde, nur dass ich meine eigenen Städte aufbaue und dann kommen NPCs und dann sage ich zum NPC so, du bist jetzt Holzfäller, dann muss ich nicht mehr so viel Holz fällen und so weiter und so fort. Das klingt nach genau dem Spiel, das ich schon immer haben wollte. Immer. Das hätte ich mir auch so ein bisschen vom Siedlungsbau von Fallout 4 am Anfang noch naiverweise erhofft. Aber der ist halt doch sehr viel flacher dann. Ja, genau so. Super cool. Das klingt echt super interessant. Yeah. Ist das noch in der Alpha jetzt aktuell oder wo befinden wir uns da gerade? Ich fand deine Fallout Lore-Videos, das 1,40 Stunden ging mega. Ah, oh, das musst du genauer spezifizieren. Ich habe sehr viele, sehr lange Fallout-Lore-Videos gemacht. Ich habe das 24-Stunden-Video und das 13-Stunden-Video. Oh, eine Werkbank. Ah, ein Feuer. Hier waren wir schon mal. Hier haben wir, glaube ich, das ist schon cool, wenn man dann an seinen alten Abenteuerplätzen vorbeikommt. Hier haben wir ganz früh im Spiel mal zu dritt einen Troll bekämpft. Haben hier vorher ein Feuer angezündet, damit wir uns ausruhen können, was übrigens eine gute Idee ist, das mache ich jetzt schnell. Und haben. Ach, das 1000-Jahre-Video, das Timeline-Video. Okay, alles klar. Cool, freut mich, dass dir das gefällt. Das will ich übrigens, aber. Da, boah. Ich will jetzt nicht irgendwie einen zeitlichen Rahmen nennen, weil das kann sehr lange dauern. Aber meine Pläne sind auf jeden Fall, dass ich ein ausführliches Fallout 76 Timeline-Video mache. An dem arbeite ich gerade. Und dann werde ich dieses 1000 Jahre Fallout-Lore-Video nochmal überarbeiten, damit ich Fallout 76 dann nochmal mit reinarbeiten kann. Es gibt auch ein paar Ausschnitte, ein paar Szenen, die will ich nochmal neu vertonen. Weil ich zum Beispiel damals, als ich das Original aufgenommen habe, Giddyup Buttercup, irgendwie Chidip Buttercup oder so ausgesprochen habe, weil damals wusste ich einfach nicht, wie man Giddyup ausspricht. Das sind so ein paar kleine Patzer, die würde ich gern sowieso noch ausbügeln. Und dann kommt eben auch noch die Fallout 76 Lore mit rein, damit es das ultimative Fallout Timeline-Videos wird. Aber, oh-oh, aber an der Fallout 76 Timeline arbeite ich noch, weil da, ja, ist noch, da ist viel. Oh Gott, jetzt töte mich nicht, Troll. Ich muss ein bisschen essen. Da gibt's viel, was ich mir noch zusammensuchen muss, was ich noch entdecken muss. Da bin ich noch ganz am Anfang. Da ist mein Word-Dokument irgendwie gerade mal so zwei Seiten bis jetzt. Und das ist noch nicht viel für so eine Timeline. Naja, genau. Aber das sind so die Pläne. Und, nächsten Samstag kommt ein Fallout-Lore-Video. Das habe ich jetzt gestern fertig gemacht. Gestern den ganzen Tag bis spät in die Nacht dran gesessen. Das gefällt mir echt sehr gut, muss ich schon sagen. Da muss ich mich mal selber loben. Das ist mir gut gelungen. Ich habe einen Versprecher wieder drin, aber das ist mir erst viel zu spät aufgefallen, leider. So Kleinigkeiten ärgern mich, aber macht ja nichts. Aber das finde ich, das ist gut geworden. Da bin ich schon sehr gespannt, wie euch das gefällt. Kann es kaum erwarten, wirklich, da freue ich mich schon drauf. Durch dich habe ich das meiste der Lore erstmal kennengelernt. Cool, das freut mich. Ich habe mich ja im Grunde im Verlauf meiner Videos selber auch erst so in die Lore reingearbeitet. Wo laufe ich eigentlich hin? Mann, ey. So vor, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren, wenn ich mir da meine ersten Lore-Videos angucke, da hatte ich selber halt einfach noch nicht so viel Wissen. Und das merkt man teilweise auch noch. Ich habe so ein ganz altes Video über den FEV. Da beziehe ich mich noch einzig und allein auf Informationen aus der Fallout-Bible. Weil ich mir da angefangen habe, mir das Ganze so einzulesen. Und die Fallout-Bible ist ja quasi nur so semi-Canon und da sind viele Informationen drin, die auch offiziell in der Lore, auch schon damals bei den alten Spielen, gar nicht richtig war. Aber das konnte ich damals alles noch nicht einordnen. Ich habe mich da wirklich über Jahre jetzt selber so einfach auch reinarbeiten müssen in das ganze Thema. Ähnlich bei Resident Evil. Und deswegen fällt es mir auch so ein bisschen schwer, obwohl ich das gerne machen würde öfter, dass ich auch Lore-Videos zu anderen Spielen mache.
weil ich halt da nicht so drin stecke. Und ich merke halt bei Fallout und Resident Evil auch, hat es halt Monate und Jahre gedauert, bis ich da wirklich richtig drin war. Und auch jetzt lerne ich immer wieder neue Sachen. Und deswegen traue ich mich an viele Lores gar nicht so ran, weil ich weiß, gerade am Anfang, die ersten Videos werden inhaltlich nicht so gut wahrscheinlich. Zwangsläufig. Und deswegen mache ich da leider nicht so viel, wie ich gern würde. Es gibt so ein paar Spiele, wie zum Beispiel Turok, ne? Das hat eine relativ leicht zu erfassende Lore, das passt, das kann man machen. Aber es gäbe so viele Universen, die ich super interessant fände, aber da traue ich mich nicht ran. Naja, so ist das eben. Es ist mittlerweile, glaube ich, im First... Was? Im Release. Aber guck rein, du wirst es lieben. Ja, das wirklich, das schaue ich mir auf jeden Fall nachher nach dem Stream an. Oder morgen vielleicht. Nach dem Stream bin ich meistens dann ein bisschen müde oder so. Aber ich schaue es mir, glaube ich, noch an. Kannst ja schon mal wishlisten. Auf Steam nehme ich an, oder? Gibt's das? Das klingt cool, cool, cool. Was komplexer als die Fallout-Lore ist, ist die Star Wars-Lore mit dem Canon und Legends. Ja, das glaube ich. Also gerade, was so diesen ganzen Comic-Bereich angeht. Und Bücher, ne? Da gibt's ja, das sind ja... Ja. Da traue ich mich einfach zum Beispiel gar nicht ran. Oder auch, Warhammer 40k, was auch naheliegend wäre, da ich mich ja eben schon so auf Fallout eingeschossen habe, wäre eine Elder Scrolls Lore-Reihe. Aber da müsste ich halt auch so ziemlich bei Casual 0 anfangen. Und das ist halt dann echt, also Elder Scrolls hat schon auch nochmal ein ganz anderes Kaliber an Lore. Hätte ich aber schon auch Bock drauf, muss ich sagen. Aber das ist halt auch eine ganz schöne Hausnummer einfach. Wäre aber cool. Gerade eigentlich, ne? Eigentlich, wenn jetzt wirklich das nächste Fallout noch so weit entfernt ist und eventuell reden wir von 10 Jahren und länger, keine Ahnung, sollte ich mich vielleicht ein bisschen in Elder Scrolls jetzt schon anfangen einzuarbeiten? Wenigstens mal ab und zu mal ein Video, damit ich auch selber reinkomme, weil das vielleicht der nächste große Bethesda-Rollenspieltitel wird. Das wäre schon allein aus, weiß ich nicht, Marketinggründen oder so wahrscheinlich gut, wenn ich das covern würde, dann das neue große Bethesda-Spiel. Weil das dann wahrscheinlich irgendwie so ziemlich ganz viel Aufmerksamkeit einfach auf sich ziehen würde und dann wahrscheinlich auch das Interesse an Fallout vorübergehend sinkt, weil das halt dann der nächste, der neueste, aktuelle Bethesda-Shit ist. Naja, vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe Angst. Ich hätte mal angefangen, vielleicht mache ich das wieder. Ich hätte mal damit angefangen mit einer Reihe, die habe ich dann abgebrochen. Aber vielleicht fange ich damit wieder an, dass ich einfach nur alle Bücher, die es in der Elder Scroll-Reihe gibt, vorlese und danach so ein bisschen aufarbeite, was liest man da eigentlich. Die Reihe habe ich nämlich vor allem deswegen angefangen, damit ich mir selber beibringe, was in diesen Büchern steht. Und damit ich es dann ein bisschen aufbereite und Videos draus mache. Und so, über so eine Strategie, könnte ich mich quasi selber in die Fallout-Lore rein... Quatsch, in die Elder Scrolls-Lore reinarbeiten und gleichzeitig eben Videos draus machen. Meine Reise in die Lore quasi aufbereitet für andere. Das wäre wirklich eine Überlegung wert, finde ich. Wie findet ihr denn das, die jetzt hier anwesend sind? Hättet ihr Bock auf Elder Scrolls Lore? Das ist halt schon, da habe ich, wie gesagt, gerade am Anfang, wenn man so am Anfang einer Lore steht, ist das auch super anstrengend, finde ich. Aber ja. Cool wäre es schon. Die Angst vor der Lore ist nachvollziehbar, ja. auf jeden Fall viel größer als Fallout. Lol, viel Spaß, ich werde es mir aber anhören. Probier es mit Elder Scrolls Lore zu machen, klar. Ich würde es geil finden. Naja, gut, schaue ich mal. Weißt du wirklich, vielleicht fange ich da wirklich so ganz
easy mit diesen Büchern an und arbeite mich anhand dieser Bücher so entlang an der Lore, damit ich so selber einfach mal die Grundzüge verstehe. Das könnte man schon machen. Das wäre vielleicht gar nicht doof. Gucken wir mal. So, Home Sweet Home. Nach langer Reise sind wir jetzt doch wieder zu Hause angekommen. Wer hätte es gedacht? Wo gehören denn hier Innereien? Haben wir hier Leder in die Lederkiste, Zähne in die Knochen- und Zahnkiste und die noch in die Edelsteinkiste. Die ist voll. Nimm mal die Biene. Ich baumel noch einen Bienenstock. Verzeihung. Bienenstöcke. Genau, kann ich so bauen. Perfekt. Kann ich Bienenstöcke innen bauen, in Innenräumen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich baue sie raus zu meiner großen Honigmassenproduktion. Das finde ich irgendwie ganz cool, dass Bienen Gegner angreifen. Also die Gegner greifen die Bienenstöcke an, aber werden dann von den Bienen vergiftet. Und die meisten sterben dann auch wirklich. Also gerade wenn so Dwarfs, so Great Dwarfs, so Zwerge kommen und meine Basis angreifen, dann scheitern die schon oft an meinen Bienen. Meine Verteidigungsbienen hier draußen. Aber ja, das stimmt. Ne? Jetzt, wo ich sage, wenn ich hier wirklich Wölfe im großen Rahmen züchten will, muss ich, glaube ich, meine Bienenstöcke einzäunen zumindest. Damit die Wölfe sich nicht selber vergiften, weil sie zu nah ranlaufen. Hallo, Merlin. Wie geht's? So. Und die Stacheln, die müssen weg. Die habe ich jetzt zur Verteidigung, aber wenn ich dann mal hier ganz viel Wölfe habe... Da unten ist schon wieder ein Zwerg. Naja, wenn ich da mal ganz viel Wölfe habe, brauche ich die nicht mehr. Hey, warum komme ich denn hier die Stufen nicht hoch? Ich hing da gerade. Das will ich nicht. Nee, da bauen wir mehr Treppen. Mehr Treppen! Genau, die müssen im Boden versinken. Vor Scham. Dann sind gute Treppen. Tada! So, füllen wir unser Metfass nochmal mit einer ordentlichen Ladung. Und dann pflanze ich jetzt mal die Samen an. Die neuen leckeren Zwiebelsamen. Weil ich habe gesehen, dass die Zwiebelpflanzen draußen eh schon fertig sind. Dann kann ich ganz viel Zwiebeln anpflanzen. Stellt euch auf ungefähr 15 oder 10 Minuten sehr spannendes Gameplay ein, jetzt hier im Stream. Das wird euch die Schuhe ausziehen. Denn wir bestellen jetzt den Acker und pflanzen Karotten, Zwiebeln und Rüben. Das wird der Hammer. Haltet euch fest, die Action wird kaum auszuhalten sein. Aber da müssen wir jetzt durch. Oh nein, die Zwiebel ist noch gar nicht fertig. Guckt und schon die erste dramatische Wendung. Wer hätte das gedacht? Na, die wird vielleicht noch fertig, während wir hier pflücken. Oder noch besser. Es sieht schon ein bisschen duster aus, ne? Vielleicht können wir uns hinlegen und schlafen. Dann wächst die letzte Zwiebel bestimmt über Nacht noch schnell heran. Nachts will ich eh nicht pflanzen, weil dann kommen irgendwie böse Personen und hauen mich dauernd, während ich meinen Acker bestelle. Das ist doof. Die dummen Wölfe. Warum? Weil die sich selber an den Spitzen aufspießen. Ja, das stimmt. Ich wollte die Wölfe ursprünglich jetzt gleich spontan in Schutz nehmen, aber nee, du hast schon recht. Ist halt so. Deswegen sind sie trotzdem sehr liebenswerte, tolle Geschöpfe. Nur eben saudumm. Kann man nichts sagen. Hilft ja nicht. In Fallout sind die Verteidigungsgeschütze, in Valheim sind es Bienenstöcke. Genau, im Endeffekt schon. Die Verteidigungsgeschütze der Natur. Bienenstöcke. Ach, ich glaube, wenn man irgendwie in echt zu so einem wilden Bienenstock hingeht und da einfach so ein bisschen dagegen haut, weil man blöder Agro-Zwerg ist, wie hier in Valheim, ist das ungesund, glaube ich schon. Bienen sind ja eigentlich sehr sanftmütige Geschöpfe, heißt es immer. Aber irgendwann haben die wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Hi, Bad Wolf, wie geht's?
Ich habe dir mehrere Wochen dabei zugesehen, wie du Mauern von Hyrule Schloss in Minecraft hochgezogen hast. Ja, oh mein Gott, ey. Hey, ohne Witz, das waren teilweise anstrengende Let's Plays, weil ich wusste teilweise nicht mehr, über was ich noch reden soll. Die kamen ja dann in täglicher Basis und ich habe halt wochenlang einfach nur Stein auf Stein auf Stein gesetzt. Und ich habe mir vorher schon immer Themen überlegt, über die ich reden könnte, damit ich wenigstens nicht schweigend da sitze und Stein auf Stein auf Stein platziere. Und teilweise saß ich wirklich da und dachte mir, um Gottes Willen, was soll ich jetzt noch? Ich hab mein ganzes Leben erzählt und dann habe ich noch ein zweites Leben erfunden und hinten dran gehängt, damit ich irgendwie noch weiterreden kann, während ich hier Steine platziere. Aber es war ein cooles Schloss, hat mir am Schluss dann gefallen. Leider habe ich dann leider echt nicht mehr gekonnt. Ich war fix und fertig. Sonst hätte ich die Inneneinrichtung gerne schon noch schöner gemacht. Aber nee, das war schon ein cooles Projekt. Irgendwann muss man auch mal sagen, jetzt ist es fertig. Man kann theoretisch immer noch ein bisschen weiter bauen und immer noch verschönern und ausbauen. Das nächste Projekt ist nicht weit. Aber irgendwann muss man auch mal sagen, so, jetzt bin ich fertig. Abgabetermin, Kapitel geschlossen. Das war Ihnen eine ziemlich lange Reihe. Schön war's. Ich hätte echt Bock, wieder mehr Let's Plays zu machen, aber leider ist das auch zeitintensiv und ja, es ist halt auch schwierig. Ich weiß auch nicht recht. Vielleicht. Ich nehme es mir mal vor, aber es klappt dann eben doch nicht. Konstanza 5 oder Konstanzas oder wie auch immer. Dankeschön fürs Followen. Freut mich. Hallo zusammen, Witherschädel und Dr. Bison wahrscheinlich, ne? Bin sind sehr sanftmütig, das kann ich professionell fachlich bestätigen. Ja. Ich sehe das immer, ich glaub's immer gar nicht. Mir wurde als Kind beigebracht, dass Bienen blutrünstige Bestien sind, die nur darauf warten, ihren giftigen Stachel in mein Kinderherz zu rammen. Aber anscheinend waren das böse Propagandalügen, die mir da als Kind erzählt wurden. Man kann irgendwie in Bienen baden und es passiert einem nichts. So ist das. Frag mich mal mit dem Servermuseum. Da ging es mir nicht anders. Leider wurde es nie eingeweiht. Ah, oh, damit. Das Servermuseum. Ja, das waren schon viele coole Projekte. Ich bin halt leider, muss ich echt sagen, oh, ich muss mal kurz ein bisschen wegpacken. Nee, mir hat das im Creative-Modus in Minecraft bauen schon auch Spaß gemacht auf dem Server, aber ich bin halt bei Minecraft eher so ein Survival-Spieler. Wenn ich die Materialien nicht selber mir verdiene, wie halt in Fallout 4 auch im Grunde, ne? Wenn ich nicht selber rausgehe und mir das alles ergrinde, dann ist das Bauen für mich nur halb so schön irgendwie. Dann kann es ja jeder. Ich glaube, ich pflanze 50 Rüben? Nein, komm, machen wir 33 Rüben. Wenn ich 33 Rüben pflanze, kriegen wir am Schluss 99 Samen raus. Das reicht. Bei den Karotten machen wir es genauso. Die anderen Karotten werden an die Schweine verfüttert oder an mich. Die werden halt verfüttert an uns alle. Gut, dann pflanze ich jetzt 33 Rüben, 33 andere Rüben und 21 Zwiebel. Auf die Zwiebel bin ich echt gespannt. Valheim schafft's, dass sowas wie Zwiebelpflanzen ein super Highlight ist. Yes. Freut mich. Sakura, hallo, wie geht's? Freut mich, dass du mit dabei bist mal wieder. Hallo, Coolio. Bienen sind toll, solange man sie in Ruhe lässt. Wespen sind die, ja, Wespen sind ja wirklich Arschlöcher. Schon alleine, weil die einem im Sommer einfach nicht in Ruhe Eis essen lassen. Da hört der Spaß für mich auf. Wer mir mein Eis streitig macht, der ist nicht mein Freund. Wespen. Von den Toten auferstanden. Das ist gut. So. Nekrorak. Wespen sind Psychopathen. Ja, aber wirklich, da sind wir uns alle einig. Oder was sagt die Fachfrau dazu? Zu Wespen?
Mir geht's auch super, dankeschön. Alles cool. Kann mich nicht beschweren. So. Das wird jetzt eh eine kurze Anpflanzaktion im Grunde. Wenn man immer die Pflanzen an sich anpflanzt, also die Fruchtkörper an sich anpflanzt, um neue Samen zu kriegen, geht es immer ratzfatz. Danach habe ich halt quasi immer jeweils die dreifache Menge, die ich anpflanze, also jeweils 100. Das sind dann immer ganz schöne Anpflanzaktionen. Aber gut. Dafür habe ich dann sehr viel Rüben und Karotten und jetzt dann auch bald Onions. Das freut mich. Guck zu, dreht sich der Kreis. Oder so ähnlich. Gerade habe ich noch davon geredet, dass in meinem Tee viel zu viel Honig ist. Und bam, reden wir über Bienen. Zufall? Ich glaube nicht. Da steckt die Bienenlobby dahinter, mit der uns Gedanken kontrolliert mit ihren unterschwelligen Pro-Bienen-Botschaften. Guck mal, ich hasse das, wenn das passiert. Die Rüben sind ganz klar in meinem Steinboden und nicht in meinem Feld. Ich mag das nicht. Wow. Was passiert, wenn das Spiel speichert? Dann gibt es manchmal lustige Wischeffekte. So, jetzt passt mal auf. Ich gebe jetzt mal. Ah ja, das reicht eigentlich, oder? Bringen wir den Schwein mal 50 Karotten. Die restlichen kommen in unsere Kochkiste. Das wird gut. Wespen sind halt räuberische Fleischfresser. Die können auch nichts dafür. Nein, natürlich kann niemand was dafür. Weil ich meine, Tiere sind halt auch nur Tiere. Sind halt auch nur Menschen im Grunde. Aber trotzdem sind sie Arschlöcher. Auch wenn sie vielleicht nichts dafür können. Verzeihung. So. Das stimmt, ne? Bienen sind ja klar. Bienen sind ja auch Pflanzenfresser. Die essen ja nur Pollen. Ich glaube, die essen gar kein Fleisch, ne? Die machen keine Jagd auf kleinere Insekten oder irgendwas in der Form. Die sind einfach nur reine Vegetarier. Bienen sind halt quasi eher so die Gnus der Insektenwelt. Das ist ein super Vergleich. Keine Ahnung. Und Wespen sind die Löwen. Nein, Wespen sind eher die Wölfe. Hornissen sind die Löwen. Libellen sind die Löwen der Insektenwelt. Wobei ich mir so eine Libelle eher wie ein Gepard vorstelle. Schnell und wendig. Aber auch irgendwie riesig und super tödlich. Libellen sind crazy. Habt ihr mal gesehen, wie Libellen jagen? Was die für Manöver drauf haben, wie die sich im Flug 180 Grad drehen und dann bam, ihre Beute wirklich so wie so ein Hase, der einen Haken schlägt, machen die und bam, die reagieren unglaublich schnell, haben dann ihre Beute tot. Libellen sind crazy. Bienen sind Veganer sogar. Ja, das ist ja ein bisschen logisch auch. Ja, okay. Oh, kommt drauf an, wie man sieht. Wenn die ihren eigenen Honig essen, ist das dann noch vegan? Weil im Endeffekt ist das ja ein tierisches Produkt. Naja. Abraxe! Dankeschön! Bitte treten Sie vom Bahngleis zurück. Kommt jetzt der Hype-Train. Das Glas wird schön aufgefüllt. Hurra! Dankeschön. Super nett von dir. So, ich würde mich jetzt fast gern hinlegen die ganze Zeit. Schade, dass man tagsüber in Valheim nicht schlafen kann. Das wäre gut. The Lone Curia. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Danke fürs Dabeisein. Danke für deinen ersten Chat-Kommentar. Libellen sind wie Cazadore aus Fallout New Vegas. Absolut. Berserker, dankeschön für den Bitregen. Oh, da geht das Glas jetzt, glaube ich, über bei so viel Einzelbits, oder? Das wird cool. Ratze, dankeschön fürs Geburtstagstrinkgeld. The Cludo, danke fürs Abonnieren. Und der Bittring, guckt euch das Glas an, alles explodiert, alles eskaliert. Dankeschön, Leute. Ist das jetzt der Geburtstags-Hype-Train? Wie bei Khadgar? Ich hab das schon fast geahnt, nämlich. Weil der Khadgar wusste, wann ich Geburtstag habe. Und ich hab mir gedacht, woher weiß der das eigentlich? Deswegen habe ich schon fast geahnt, dass sowas passiert. Super cool, freut mich total. Der Berserker Bitregen hört nicht auf. Hype Train!
Level 3, yes. Stufe 2, wisst ihr, ohne Witz, mir hat es vorher gar nichts angezeigt von dem Hype Train. Und die Stufe 2 ist jetzt instant abgeschlossen. Bevor der Hype Train überhaupt gekommen ist, haben wir schon Stufe 2 geknackt. Crazy. Super cool, dankeschön. Alles Gute, dankeschön, freut mich. Guckt euch das Spendenglas an. Es hört nicht auf zu regnen. Abraxe, wow. Dankeschön für die großzügige Spende. Das ist ja total cool. Guckt euch an, wie das Glas leer gesprengt wurde von Abraxes Riesenmünzen. Dankeschön. Super cool. Ja, und auch danke an alle, die ich jetzt vielleicht vergessen habe. In dem Bitregen. Das steht in deinem Kalender tatsächlich noch. Ah, okay. Fallen Crusader, danke fürs Abonnieren. Julio, danke schön. Oh, jetzt können wir schlafen. Guck, dann wächst das Gemüse schneller. Sehr schön. Ratze, nochmals danke. Oder war das noch die alte Anzeige? Ich glaube schon, ne? Da kommt jetzt die Twitch-Anzeigen kommen nicht mehr hinterher. Katka verschenkt Abos. Cool, danke schön. Der Hype Train Stufe 3 ist erreicht. Yay! Ah, ist das cool. Das freut mich. Das ist super nett von euch. Und es freut mich auch, wie das Spendenglas durchdreht. Wie es immer wieder aufgefüllt und wieder leer gesprengt wird. Das könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Ich finde dieses Tippglas so super. Wir sind jetzt beim Hype Train auf Stufe 4 angelangt. Abraxe voll Crusader, danke für die Bits. Super cool. Hallo, Olukaso, wie geht's? Willkommen. Voll Crusader, danke nochmal. Das ist wirklich, das erinnert mich so stark, dieses Tippglas hier, dieses Spendenglas, an das alte Lionhead-Logo aus den Black and White-Spielen damals noch. Das war toll. Das hat mir gefallen. Abraxe, danke nochmal. Guckt euch das an. Wir sind jetzt beim Hype Train Level 4, 75%. Super cool. Super nett. Das freut mich wirklich. Was mit Hugo? Dem kleinen Kobold? Jo, danke schön, Berserker. Mach das. So, ich muss mal kurz gucken nebenbei, was wir jetzt gleich nochmal... Ah ja, das war's. Mit Wollfleisch, Mushroom und Onion können wir nämlich das hier machen. Das ist auch super. Sehr cool. Oh, Fallen Crusader, danke schön. Das ist ja eine riesen Bitbombe, die da noch einschlägt. Meine Güte. Und somit sind wir auf 100% Super Hype Train. Und Zakorak startet noch eine riesen Abo-Bombe. Zakorak, 10 Abos. Super, danke schön. Das ist so cool von euch. Das ist ja der Hammer. Crazy. Wie weit geht denn der Hype Train eigentlich? Ich glaube, wir haben den jetzt. Kommt gerade nicht hinterher. Abraxe, danke nochmal fürs Bitglas wieder auffüllen. Guckt euch das an. Ich glaube, diese Abo-Sterne sind super schwer in der Physik dieses Bitglases. Ich wollte dich gerade sagen und schon fallen sie wieder raus. Naja. Mein Gott, danke schön. Ist das crazy.
Oh yeah, oh Mann, oh Gott, what? Was passiert? Der Hype Train ist ein bisschen hinterher. Der zeigt mir das schon nicht mehr in Echtzeit an. Ich glaube, wir sind schon super drüber, weil in Wirklichkeit haben wir jetzt schon irgendwie 300% Hype Train Stufe 5. Katka, dankeschön. Ein Binding of Isaac Bit, das ist ja cool. Hey, genau, das fällt mir gerade ein. Bei Binding of Isaac ist vor kurzem ein neues Add-on erschienen. Ein ganz großes, das nochmal alles verändert. Habe ich nie mehr gespielt seitdem. Das muss ich mir nochmal reinziehen, unbedingt. Habe ich heute schon wieder zwei neue Spiele, die ich unbedingt, oder eineinhalb neue Spiele, die ich mir unbedingt anschauen muss nachher. Super cool. Voll Crusader, Katka, danke euch nochmal. Das ist ja super cool. Und Konstanza. Danke, riesen Bitbrocken. Mein Gott, es nimmt kein Ende mehr. 406% haben wir jetzt, genau. Das ist eigentlich gemein, oder? Ein bisschen, finde ich. Warum startet da kein zweiter Hype-Train, damit man doppelt so viele Emojis kriegt? Das könnte Twitch aber mal noch ein bisschen umbauen. Mensch, Mensch, Mensch. Voll cool von euch. Das freut mich echt total. Mein Gott. Das ist eine... Das hört jetzt auch nie wieder auf, ne? Mit den Anzeigen hier im Stream. Aber das ist cool. So. Ich muss jetzt hier gerade mal nebenbei ein bisschen versuchen, noch die Kisten auszusortieren. Naja, vor kurzem ist das Addon nicht erschienen und macht Isaac nochmal schwerer. Naja, ich weiß schon, ein bisschen ist es her, aber alles innerhalb von einem halben Jahr ist für mich vor kurzem. Ja, danke schön. Freut mich. Was passiert? Ich verstehe gar nichts. Twitch ist strange, aber cool. Ach, wegen Twitch meinst du? Das ist... Was das sind... Bits. Oh, Abraxe, danke nochmal für die... Ach so, nee, warte, das ist die alte Meldung. Oh, ich komme total durcheinander. Oh. Ich höre die Geräusche da und auf meinen Kopfhörern so laut und bin total verwirrt. Das Bits sind im Grunde kleine Trinkgelder und Abos sind so Abos, so monatliche Beträge im Grunde. Und dann kommen hier noch Spenden dazu und alles Mögliche. Es dreht alles durch. Alles kommt zusammen. Bad Wolf, Dankeschön. Freut mich sehr. Alles Gute zum Purzel Seppol Omni. Danke. Zum Purzeltag Seppol Omni. Freut mich. 23,76. Ein seltsam spezifischer Betrag. Gibt's dafür eine Geschichte? Warum das? Hey, Bettpfanne. Wie geht's? Hallöchen. Ich komme überhaupt nicht zum Rübenmanagen hier vor lauter Action. Wer soll denn meine Rübenkiste aufräumen? Mensch. Dankeschön nochmal an alle. Das freut mich wirklich sehr. So, ich bringe jetzt mal ein bisschen Rüben aus der Rübenkiste. Das ist genauer gesagt die Honig- und Rübenkiste. Ich mache ein bisschen Dörrfleisch. Oh nein, es ist schon wieder was passiert. Diesmal wirklich. Wartet mal. Kennt ihr den Film? Aus welchem Film ist denn das? Ah ja, genau. Ah, mit Josef Hader. Eine Buchverfilmung. Und die Bücher gehen immer mit den Worten los, es ist schon wieder was passiert. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es sind super Filme. Aber es ist schon wieder was passiert. Katka hat noch mehr Abos verschenkt. Dankeschön, Katka. Das freut mich wirklich. Ist wohl der Wechselkurs. Ah, waren das Dollar. Ich verstehe. Okay. Dachte, da gibt es eine Geschichte oder sowas. Super cool. Dankeschön. Yeah, Hype Train Emote erhalten. Tut tut, Hyperlink. Ich erkenne nicht mal, was ist denn das? Ist das eine Giraffe? Ach so, Hyperlink heißt das. Das ist eine Giraffe, die guckt hinter irgendwas hervor. Aber hat die Giraffe was im Mund? Oder was ist das? Ist die Giraffe. Ich glaube, die isst irgendwas schwarzlich-grünes und lurkt quasi.
Die Rübenkiste. Ich habe Flashbacks zu meinem verlorenen Animal Crossing. Hey, aber vielleicht ist es gar nicht verloren. Jetzt erstmal abwarten, ob die repariert wieder zurückkommt mit Save Games intakt. Vielleicht ist ja die Festplatte in Ordnung und muss nicht ausgetauscht werden. Insofern hast du vielleicht deine Rübenkiste noch. Abraxe, danke nochmal. Und nochmal, um Gottes Willen. Es nimmt ja kein Ende hier. So viele Bits. Crazy, danke schön. Hey, kann eigentlich, also nicht, dass ich jetzt hier euch auffordern will, aber kann theoretisch ein zweiter Hype Train direkt nach einem ersten Hype Train starten? Frage ich mich nur gerade. Also, was wollte ich machen? Hey, ich bin total von der Rolle. Ich kriege überhaupt nichts mehr zustande hier. Wie soll ich denn hier mein Wolf Jerky braten? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bad Wolf, danke nochmal. Für noch mehr Bits. Verrückte Bande. Verrückte Rasselbande, ihr. Oh, wir sind... Oh Gott, der ist ganz schön hinterher, glaube ich, oder? Kann das sein? Immer noch? In einer guten halben Stunde geht das Spiel dann weiter. Genau. Ich glaube auch. Oh Mann, oh Mann. Ich mag Züge, vor allem solche. Ja, ich auch. Kennst du Seth, den rothaarigen YouTuber? Nee, das sagt mir nichts. Aber ich muss auch sagen, ich kenne mich auf YouTube überhaupt nicht aus im Grunde. Dafür, dass ich da schon so viele Jahre selber aktiv bin, kenne ich niemanden, weil ich auch ganz wenig nur socialize und so weiter. Und ich gucke auch gar nicht so viel auf YouTube selber. Deswegen bin ich da auch nicht so bewandert, wer sich da so rumtreibt. Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe. Ja, ja, genau. Sodala, was machen wir denn jetzt? So, alle meine Pläne sind aus meinem Hirn gespült worden von den ganzen Bits und Spenden und alles. Ach ja, ich guck mal, ob wir schon wieder ins Bett gehen können. Vielleicht. Ja, perfekt. Haben wir einen Tag mit Hype Train verbracht, überwunden, übersprungen. Das war's, was ich sagen wollte. Blablab. Tag 312. Jetzt würde mich interessieren, wie lange so ein Valheim-Tag ist. Aber ich weiß halt nicht, wie viele Nächte ich übersprungen habe, ne? Leider sind die immer noch nicht fertig. Das dauert wahrscheinlich noch einen Tag. Vielleicht kann ich ja jemanden zum Koop in Minecraft, falls du mal magst, finden. Ach, ich bin gar nicht so erstens der Koop-Spieler, leider. Ich bin ein reiner Singleplayer eigentlich und ich spiele auch gar nicht mehr so Minecraft. Irgendwie. Aber danke für den Vorschlag. Ach ja, verrückt. Das war ein Adrenalinrausch. Jetzt habe ich durch den Honig in meinem Tee schon so viel Zucker im Blut und jetzt noch das Adrenalin. Ich glaube, ich werde heute nicht mehr schlafen können. Es wird heute eine lange Nacht. Aber ist okay. So. Es hört nicht mehr auf. Es hört nicht mehr auf mit den Meldungen. Was machen wir denn jetzt noch? Wie spät ist es jetzt eigentlich? 20 Uhr, wir haben noch genug Zeit. Also wir haben heute noch einiges vor uns. Alles cool. Ich repariere mal mein Zeug. Das ist gut.
Ich würde jetzt fast gern hier bleiben in der Basis, bis die Zwiebeln fertig sind. Weil dann würde ich mir echt gern die ersten paar Zwiebelgerichte machen, weil die sind ziemlich gut. Die würde ich dann noch gleich mitnehmen. Du hast Adrenalin im Tee. So ähnlich, genau. Hat es mal irgendein Streamer geschafft, durch solche Hype-Trains die Server von Twitch in die Knie zu zwingen? Ha, ich halte es für möglich, ne? Wer weiß. Oh, guck mal, wollt ihr was Cooles sehen? Der ist zwar eigentlich noch nicht voll, aber ich habe jetzt hier einen Obliterator. Eine im Grunde große Kupferbox mit großen Drähten, die in den Himmel ragen. Kupferdrähte. Und da kann ich Zeug reinstecken. Ich guck mal kurz, vielleicht kann ich eben ein bisschen was noch aus meinen Kisten aussortieren. Dann aktivieren wir mal den Obliterator. Heißt es wirklich so? Obliterate. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist richtig. Naja, schauen wir mal. Den aktivieren wir jetzt vielleicht. Also den aktivieren wir sicher. Ich schaue nur, ob ich noch was finde, das wir vorher noch reinstecken können, damit es sich lohnt. Ja, ein paar Knochen kommen noch rein. Niemand braucht so viele Knochen jemals wieder. Hm, vielleicht ein bisschen davon noch. Nee. Ja, die kommen noch rein. Rein damit. Ich schiel immer wieder mit dem Auge rüber. Nicht, dass doch mal was Neues kommt und ich sehe es nicht. Ah, wir hätten hier ein paar Sachen. Ein paar, so die Keule. Obwohl, die kann ich irgendwann mal an die Wand hängen, ne? Das ist auch schön. Jo, mach das. Bis gleich. Die Sachen hebe ich mir auf, die hängen wir an die Wand. Die sind nicht Müll. Okay, gut. So viel Fackeln brauchen wir nie wieder. Die Fackeln kommen weg. Der Rest kommt an die Wand. Okay, gut. Zur Dekoration. Dann stopfen wir jetzt noch ein bisschen was in unseren Obliterator. Literator, nicht Liberator. Ich habe mir schon gedacht, dass Obliberate von Liberate kommt. Das kam mir komisch vor. Literate. Okay. Dann stopfen wir den mal ordentlich voll. Und jetzt, Achtung. Oh. Ich wollte gerade sagen, hör, da passiert gar nichts mehr. Wird mir das Dach weggesprengt. Aber das ist okay. Das bauen wir wieder neu. Ich dachte schon, das ist ein Blindgänger gewesen. Und bam, haben wir ein bisschen Kohle, wo gerade noch Müll war. Oh, ich habe die beiden Fackeln vergessen. Guckt euch das mal an. So, danke nochmal an alle, ne? Falls ich irgendwas übersehen habe, irgendwem vergessen habe, tät's mir sehr leid, aber allen sei gedankt. Oh, die beiden Fackeln haben gar nichts gebracht. Jetzt fühle ich mich betrogen hier, aber gut, zack. Die Fackeln sind einfach verpufft. Die wurden nicht zu Kohle. Ich muss halt immer Teile meines Hauses reparieren, wenn ich den benutze. Aber das ist es mir wert. Ich finde den super. Ich habe den auch gern innen und nicht draußen. Ach ja, herrlich, Leute. Das ist super cool. Das freut mich total. Das ist nämlich echt richtig cool, weil ich jetzt wegen verschiedenen Rechnungen und sowas, die ich nicht erwartet habe, wegen Tierarzt auch. Zakorak, danke nochmal für die Abos. Weil jetzt auch die Katzen irgendwie nichts Schlimmes hatten. Keine Sorge, aber Tierärzte sind halt immer gleich ziemlich teuer. Musste ich so ein bisschen an mein Sparkonto gehen, das ich mir eigentlich jetzt für dieses Jahr für Steam Deck nämlich gemacht hätte. Ich wollte nämlich mir Steam Deck holen, habe das auch vorreserviert. Und war mir jetzt nicht sicher, ob ich das wirklich jetzt noch mir leisten kann halt einfach oder leisten sollte. Und naja, ne, es ist halt ein bisschen doof gewesen und hätte mich sehr geärgert, aber ich war schon kurz davor, Steam Deck quasi meine Vorbestellung zu canceln. Oder beziehungsweise halt dann, wenn Steam Deck kommt und ich gucke auch mein Sparkonto und so weiter, dass ich dann sage, nee, okay, ich nehme es jetzt doch nicht. Aber jetzt, glaube ich, dürfte das wieder drin sein. Das ist ein ziemlich cooles Geburtstagsgeschenk. Quasi so eine Steam Deck aus der Community habe ich jetzt geschenkt bekommen. Das ist schon verdammt cool von euch. Da mache ich irgendwas dazu. Wenn ich die wirklich kriege, ich habe die nicht sofort vorbestellt, ich werde die jetzt nicht gleich bekommen. Wenn ich die kriege, mache ich da vielleicht ein paar Videos als Dankeschön im Grunde.
wo ich die so ein bisschen vorstelle oder so. Und mich dann auch in dem Video nochmal quasi bedanke, dass ich die quasi von euch jetzt bekommen habe, wenn man so will. Einfach in den Feed auf deinem Dashboard schauen. Da hast du eine Liste. Ah, okay, cool. Unsere Spione sind überall, wir wissen Bescheid. Ah ja, ich hab's mir schon gedacht. Dass da die Merlin ihre Finger im Spiel hat. Jetzt ist das Google-Guthaben alle. Okay. Vielen Dank. Nochmal an alle. So. Auch an alle, die jetzt vielleicht nichts gespendet haben, sondern nur dazugucken, nur lurken. Auch fürs Dabeisein. Danke für alle. Für jede Interaktion oder auch nicht Interaktion oder so. Aber vor allem natürlich wirklich danke für alle Bits und Abos und Spenden und so weiter. Total cool. So. Die Preise sind komisch gestaffelt. Bei was denn? Ich habe echt Glück gehabt, heute doch kein Corona. Ah, hast du einen Schnelltest oder sowas gemacht oder einen PCR-Test? Ja, ja, in letzter Zeit, hey, ohne Witz, jetzt so im Dezember, Januar, die Merlin und ich hatten ständig irgendwas, ständig irgendeine Erkältung, Husten. Jetzt habe ich ja auch wieder ein bisschen Husten, ständig irgendwas, aber alle Tests, auch PCR-Tests, immer negativ. Aber ständig, unglaublich, lauter, jetzt kommen, glaube ich, wo die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen nachlassen, kommen jetzt, glaube ich, so die ganzen Erkältungen und Grippen und diese ganzen Standarderreger kommen jetzt wieder aus ihren Löchern gekrochen und breiten sich jetzt wieder aus. So ist das. Gut, dass er denkt, dass es Merlin war, dann hat er unsere Wanze nicht gefunden. Ja, ja, hey, ich habe mir das jetzt wirklich vor kurzem gedacht, weil ich habe doch in meinem Urlaubsvertretungsvideos ganz viele Videos von Leuten hochgeladen auf meinem Kanal, die ich eigentlich gar nicht kannte, die mir aus der Community empfohlen wurden. Und ich habe halt deren Thumbnails und deren Videos einfach so runtergeladen. Und da habe ich mir schon immer gedacht, oh, wenn mir da jemand was Böses wollen würde, würde ich es dem jetzt gerade ein bisschen leicht machen, ne? Dass ich halt einfach irgendwelche Daten von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen Google Drives auf meinen Rechner lade. Aber ich habe mich einfach auf die Gutheit, die inhärente Gutheit des Menschen verlassen. Und ich glaube, bis jetzt zumindest wurde ich nicht enttäuscht. Ach ja, so, ich laufe jetzt, glaube ich, schon zum 100. Mal einfach nur blind durch das Haus und mache gar nichts mehr, oder? Kann das sein? Die Zwiebeln. Die Zwiebeln. Was ist denn mit denen jetzt eigentlich? Ist das Lager hier nicht echt geil? Ich habe hier schon ein Holzlager angefangen. Das hat jetzt einer meiner Mitspieler hier auf dem Server noch mal ein bisschen beschildert und schöner sortiert. Und ich finde, das ist wirklich das... Also Valheim hat viele echt gute Ideen, muss ich echt sagen. Weil das ist immer noch eine der coolsten Sachen, dass man Holz und Steine und so Rohstoffe und Kohle auch, ne, lauter so diese ganzen großen Dinger... Kann man schon auch in Kisten räumen, wenn man will, aber man kann eben auch Stapel machen und die Stapel hinstellen, statt die in irgendwelche Kisten zu stopfen. Und dadurch ist es erstens visuell auf einen Blick gleich ganz gut erkennbar, wie viel man noch von welchem Rohstoff hat, ohne dass man dauernd irgendwie 100 Kisten aufmacht. Und zweitens entsteht halt wirklich das Gefühl von hier Lagerraum. Und das finde ich einfach so schön. Das gefällt mir gut. Ich meine, ja gut, die Gerichte und so, das ist schon immer noch in Kisten. Warum auch nicht? Aber dass man hier die groben Rohstoffe so stapelt, finde ich einfach richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Richtig guter Stoff ist das. Da kriege ich glatt Bock, dass wir hier hinten unser kleines Kohlelager noch ein bisschen auffrischen. Mit mehr Kohlestapel. Das ist, finde ich, wirklich ein richtig gutes Feature.
Und auch, ich weiß, ich habe das schon mal in dem Stream gesagt, aber trotzdem, auch, dass man die Werkbänke upgradet, indem man Zusatzteile in die Nähe der Werkbänke stellt. Das ist so klug, weil dadurch entstehen quasi wirklich Werkstätten, die sich auch so anfühlen. Da steht nicht einfach nur eine Werkbank und ich gehe drauf und irgendwann steht da hier Stufe 7, weil du ihn upgradet hast, sondern all diese Teile sorgen dafür, dass die Werkbank Stufe 7 ist. Und deswegen ist hier, entsteht hier einfach das Feeling von einer echten Werkstatt mit ganz vielen Werkzeugen und Zusatzdingern und bla bla bla. Und das ist richtig schön. Das gefällt mir total gut. Das sind wirklich clevere Ideen. Das mag ich sehr gerne. Oh, ja, ja, jetzt geht halt auch, ne, die Delta-Variante um. Abraxa, danke nochmal. Medieval. Was? Was mit Medieval? Ich bin dann leider raus. Das WLAN ist hier echt Mist. Jo, na gut, Karka. Mach's gut. Alles Gute noch weiterhin, ne? Und sag mir Bescheid, wenn du das nächste Mal streamst. Ich hab dir schon geschrieben, ich schulde dir noch Abos nämlich. Kann ich mich für heute gleich nochmal revanchieren. Weil ich wollte wirklich beim letzten Mal, ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Anscheinend laut meinen Abbuchungen ist nur ein Abo gekauft worden. Und ich bin mir ganz sicher, dass es mindestens hätten 6 sein müssen. Aber gut, das schauen wir dann beim nächsten Stream. Habe ich Delta gesagt? Ich meinte Omikron. Aber ist ja auch schon wurscht jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Voll Crusader, danke nochmal. Hurra. Es nimmt kein Ende. Das ist cool. Hey, ich muss irgendwie nach dem Stream, muss ich da erstmal mir einen Überblick verschaffen, was jetzt gerade genau passiert ist. Und was da zusammengekommen ist und was das alles war. Das ist ja cool. Ach ja, danke schön. Trink jetzt mal einen Schluck Wasser. Und hau mein Büro kurz und klein. Und dann ernten wir Zwiebeln. Volk Crusader, setzt noch einen oben drauf. Sprengt noch mal das Spendenglas ein bisschen. Jo, dankeschön. Bis bald. Ach ja, Zwiebeln. Oh, ich habe bei offener Tür geschlafen. Wie viele Zwiebeln habe ich jetzt hier? Weil am liebsten würde ich eigentlich immer so 33 Zwiebeln wieder einpflanzen. Aber ich glaube, ich habe jetzt noch nicht mal 33 Zwiebeln. Aber ich werde jetzt trotzdem 10 Zwiebeln, würde ich am liebsten verkochen. Aber dann kann ich nicht mehr viel neu anpflanzen. Naja, okay, gut, das passt. Die Hälfte pflanzen wir wieder an ungefähr. Die andere Hälfte nehmen wir jetzt mal, um ein paar Zwiebelgerichte zu kochen. 11 Zwiebeln pflanze ich neu an, okay. Dann kriege ich 33 Zwiebeln raus. Dann kann ich die nächste Zwiebelrunde... Gar nicht, wird hier ordentlich abgezwiebelt. Jawohl. Ach ja, wie hieß das Spiel? Das kann ich mir nachher aus dem Chat auch nochmal suchen. Medieval Dynasty, oder? Da bin ich schon sehr gespannt jetzt drauf, weil das klingt nach dem Spiel meiner Träume. Wirklich. Das klingt auch nach dem, wo ich immer gehofft hätte, dass Mods das mit Fallout 4 vielleicht mal machen. Aber so richtig hat das nicht wirklich ein Mod gemacht. Es gibt ein paar, die tatsächlich in die Richtung gehen, aber nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich kann halt leider nicht modden, sonst hätte ich selber gemacht. Eins der Millionen Projekte, die irgendwo im Sand verlaufen wären. Wo ich mir denke, nee, nee, da mache ich schon noch weiter. Das ist noch nicht vorbei, das Projekt. Aber ich mache nicht weiter. Nee, manchmal ist es wirklich so. Es ist nicht so, dass Projekte, die bei mir irgendwie 2 Jahre auf der Festplatte rumliegen, tot sind. Es gibt
tatsächlich sehr oft im Fall, dass ich mir denke, ach guck, stimmt, das habe ich auch mal angefangen, na da mache ich jetzt weiter. Also das muss man schon auch sagen. Ich fange zwar immer viel zu viel an und bringe dann viel zu wenig fertig, aber wenn ich noch im Hinterkopf habe, irgendwann mache ich das, stehen die Chancen nicht schlecht, dass ich es tatsächlich irgendwann doch nochmal mache. Oder zumindest gibt es die Chance. Früher war das ganz schlimm, weil früher konnte ich nichts abschließen. Da wollte ich immer alles noch fertig machen und habe mir immer gedacht, nein, hier, komm schon, das mache ich schon noch. Und mittlerweile kann ich das besser, dass ich auch mal sage, nee, okay, das Projekt ist jetzt endgültig gestorben und Schluss. Weg damit. Nix mehr. Ah, das ist nicht leicht. Fiel mir nicht leicht. Aber ja. Okay, das WLAN ist kacke, sodass ich nichts mehr höre und sehe. Naja, das ist blöd. Was? Medical Dynasty? Was? Medical Dynasty? Wäre das nicht das mit Inbreed-Möglichkeit? Was? Ach so, ich verstehe. Naja. Genau, mit Evil Dynasty. Okay, das Game-Entwickeln geht vielleicht noch weiter. Meinst du meins jetzt? Ich bin tatsächlich immer wieder mal, baue ich ein bisschen rum noch mit der Dingsy-Engine. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Mir fallen. Ich habe heute wieder meine Wortfindungsstörungen. Ich habe heute auch schon ein bisschen Hugo getrunken. Bin schon hugofiziert. Und, aber es ist halt echt krass, weißt du, dass das Landsquid Bird Rider Spiel, das ich in meinem Kopf habe, das hat halt schon so eine gewisse Form angenommen. Und das würde ich gerne so umsetzen, wie es ist. Und das schaffe ich halt einfach nicht, weil meine Skills nicht gut genug sind. Weil ich quasi überhaupt nicht coden kann. Da bringe ich mir gerade ganz viel bei. Weil ich auch... Meine Grafiken sehen alle nicht so gut aus, wie sie aussehen müssen, damit ich zufrieden bin. Und so eine Spielentwicklung, das sind halt 50 Baustellen und ich muss in allen gut genug werden, dass es meinen Ansprüchen genügt. Und ich bin bei keiner einzigen, auch nur ansatzweise, da angekommen, wo ich gerne sein würde. Das ist so ein Projekt, das ich tatsächlich immer wieder mal mir angucke und auch so ein bisschen rumprobiere und rumexperimentiere und das ist auch cool. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das jemals irgendwas wird. Ich weiß nicht, ob ich da jemals was mache. Ich glaube, ich muss das Projekt erstmal ganz weit hinten auf die Warteliste schieben und muss ganz, 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 ganz winzig mikroskopisch kleine Projekte machen. Ich glaube, ich mache jetzt ein Flappy Bird mit Landsquid und danach mache ich ein Tetris mit Tentakel oder so. So muss ich denken. Das muss ich erstmal perfektionieren. Ein schöner Tipp, den ich auf Twitter gelesen habe, das gefällt mir sehr gut, ist, dass ich mir Spielmechaniken raussuche. Einfach nur irgendwelche Mechaniken aus Spielen, die ich mag. Weißt du, das Schweben mit dem Gleitschirm in Zelda zum Beispiel. Oder aus Mario Galaxy die Sternkanonen, wo man sich rumschießen kann. Und diese einzelnen Spielmechaniken, sonst gar nichts, die versuche ich nachzubauen. Und so lernt man sich nach und nach selber, wie man quasi gut mit so einem Editor, mit so einer Engine umgeht. Das ist eine ziemlich gute Idee. Da überlege ich, ob ich das vielleicht wirklich mache. So Baby Steps halt einfach. Nicht gleich das große Projekt hier angreifen. Und bei großes Projekt, aber es ist halt ein riesen Mammutprojekt für eine Person allein, rede ich wirklich nur von einem 2D-Sidescroll-Adventure im Grunde. Ohne großartig, ne, das wird jetzt nichts super Bombastisches. Aber auch das ist halt einfach ein Mörderprojekt in Wirklichkeit. Naja, auf jeden Fall ist das nicht tot. Es ist nicht tot, was ewig schläft. Oder so. Ich weiß das genaue Cthulhu-Mythos-Zitat nicht mehr. Mein Landsquid Bird Rider Spiel ist wie Cthulhu. Keiner weiß, dass es im Hintergrund brodelt und schlummert. Aber irgendwann, wenn es dann doch mal aufwacht, dann wird es alles verändern. Dann gibt es kein Zurück mehr in die normale Welt.
Topf. Wir können Onion Soup machen. Oh, da brauchen wir 3 Zwiebel. Für eine Suppe. Aber das ist ein sehr gutes Stamina-Gericht. Das ist ein sehr gutes Stamina-Gericht. Ich würde jetzt aber gerne Wolfsspießchen machen. Da brauche ich sehr viel Pilze und Wolfsfleisch. Na dann, machen wir uns 10 Spießchen. Das ist nämlich ein sehr gutes HP-Essen, aber auch gut für Stamina. Ich glaube wirklich, das ist das Beste, oder? 65, 21, das sind insgesamt 86. Ich glaube, kein anderes Gericht bringt 86 Punkte insgesamt, oder? Niemals, nicht mal ansatzweise. Oh, die Ice Cream. Die ist genau das Gegenteil. Die Ice Cream ist auch leicht zu machen. Und die heißt übrigens Ice Cream, wie Auge, weil da Zwergenaugen drin sind. Deswegen ist es die Ice Cream. Ich mag schlechte Wortwitze. Je flacher, desto besser. Das ist super. Die Ice Cream. Ja, okay. Der gehört auf jeden Fall zu den besten Gerichten, die ich bis jetzt machen kann. Her damit. Yes, neues Item. Genau, auch hier bei dem Kochtopf, ne? Man gradet nicht nur den Kochtopf ab, sondern ich habe so ein Gewürzregal drüber hängen, das ist deswegen Stufe 2. Ich habe so einen Metzgerstisch hier, deswegen Stufe 3. Ich finde das so schön. Ich finde das so gut. Toll. Das gefällt mir einfach. Zwischen 2 Hype Trains liegt mindestens 1 Stunde, maximal 8 Stunden. Maximal 8 Stunden? Wie variiert das, oder wie? Das finde ich ja komisch, aber gut zu wissen. 2 Hype Trains gehen also nicht direkt hintereinander. Okay. Interessant. Danke, dass du da nochmal nachgeguckt hast. Der kann nicht koten. Ja, ich habe es gemerkt, dass ich das komisch ausgesprochen habe. Ist nicht tot, was ewig liegt, und in der fernen Zeit wird selbst der Tod besiegt. Genau, danke schön. Zwiebeln anbauen, das Feld düngen, aber die Tiere müssen satt sein. Feels amazing, man. Kann ich mit den Wortwitzen... Komm später vielleicht wieder. Ach, kenne ich mit den Wortwitzen, na gut. Jetzt habe ich das Problem, dass ich jetzt hier so ein gutes Lebensmittel gemacht habe, dass ich das gar nicht benutzen will. Das hebe ich mir für später auf, oder? Oder nehme ich es jetzt doch? Bis die Zwiebelproduktion mal so richtig angekurbelt ist, dann haben wir eh genug davon. Okay, von mir aus, überredet, wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit auf unsere nächste Expedition. Ich weiß noch gar nicht genau wohin, aber ich glaube, ich schaue mir mal einen anderen Berg an. Wir haben doch in der Nähe von anderen Spawnpunkten, von anderen Außenlagern bestimmt Berge, oder? Ah, in der Nähe vom Strandhaus ist ein Berg. Okay, gehen wir zum Strandhausberg. Ich war schon lange nicht mehr beim Strandhaus. Wahrscheinlich liegt das schon in Schutt und Asche. Wahrscheinlich komme ich jetzt hin und da nur noch so ein paar Holztrümmer schwimmen noch so im Meer rum. Und irgendein Troll benutzt gerade irgendwie mein Bett als Zahnstocher. Nein! Ist noch alles intakt hier. Überhaupt kein Problem. Habe ich zufällig Holz im Inventar? Nee. Habe ich hier zufällig noch irgendwo Holz in den Kisten? Nee. Ich muss kurz ein bisschen Holz holen, damit ich Feuer machen kann. Dann können wir hier, glaube ich, nochmal eine Nacht pennen. Ah, da habe ich Holz stapelt. Sehr gut. Und dann gehen wir in den neuen Berg hier. Das neue Mountain-Biom da oben. Ich habe ein bisschen Angst, aber das wird schon. Ich habe eigentlich immer ein bisschen Angst, insofern. Bin es gewöhnt. Es passt schon. Okay, Achtung. Ah. Das Feuer ist hier ein bisschen tief. Das ist ein bisschen schwer anzuzünden. Ich muss da vielleicht mal den Boden irgendwann anheben. Gute Nacht. Ist davon abhängig, was du selber eingestellt hast. Ach so. Ach,
Das ist eine gute Information. Da gucke ich mal, dass ich den auf eine Stunde einstelle. Oder warum sollte man denn, ich verstehe gar nicht, was das für einen Sinn hat, dass man den so, dass man die Hype-Trains so voneinander trennt, zeitlich, so künstlich. Weil ich meine, warum eigentlich? Guck mal, das Boot hier, ich finde das so lustig. Dieses Boot hier haben wir hier schon eine ganze Weile stehen. Wir haben aus den ersten paar Eisenbarren, die wir aus den Sümpfen geholt haben, Eisennägel gemacht, um dieses Riesenboot hier bauen zu können. Mit Riesenlagerraum. Es ist ein Hammerboot. Und wir sind noch nie irgendwo hingefahren, weil wir Angst haben, dass es kaputt geht oder wir es irgendwie verlieren und dann ist das Boot weg. Deswegen parkt das jetzt hier seit seiner Erschaffung und noch nie ist jemand damit auch nur einen Meter wirklich rumgefahren. Es ist zu wertvoll, das Boot. Ich habe extra, obwohl wir hier das Riesenboot haben, hier nochmal ein kleines Boot gebaut, mit dem ich immer rumsegel, wenn ich von hier aus irgendwo hinsegeln wollte. Damit dem großen Boot bloß nichts passiert. Das ist so ein bisschen wie ein First-Person-Shooter, wo man sich immer die gute Munition aufhebt und dann am Schluss spielt man das Spiel mit 1000 Schuss für die legendäre Superwaffe durch und 100 Raketen. Ja, ja. Oder auch so ein bisschen wie in Breath of the Wild, wo man immer die zwei super starken Waffen im Inventar hat, die man lieber nie benutzt, weil es kommt bald wieder der nächste super krasse Gegner und dann braucht man die. Ach ja, laufe ich schon Richtung Berg? Ich glaube schon. Oh ja, so hier ein bisschen die Richtung. Dann wird das. Hallo, Aleria Flinana, glaube ich. Willkommen. Den Sinn verstehe ich auch nicht. Ich schreibe nur ab, was in den Leitfäden steht. Ja, ja, klar, das habe ich schon verstanden. Aber das ist wirklich komisch, ne? Warum sollte ich denn einstellen, dass ein Hype-Train 8 Stunden getrennt sein muss? Das ist doch irgendwie für alle Beteiligten dann nur frustrierend, oder? Oder so, ich weiß auch nicht. Verstehe ich nicht. Macht ja nichts. Muss ich eh nicht verstehen. Essen wir ein bisschen was, hätte ich vielleicht früher machen sollen. Gehen wir auf den Berg des Todes. Der Todesberg. Und schon sind wir wieder bei Zelda. Oh, das ist aber der kleinste Berg der Welt hier. Hallo? Was? Oh, ach so, ich wollte gerade sagen, aber groß genug für einen Golem. Nee, ist nur ein Troll. Oh, ich sollte ein bisschen aufpassen. Ich bin gar nicht... Ich habe gerade erst gegessen. Ich bin noch gar nicht so gut geheilt. Yes, na also. Bam. Ins Schienbein. Den habe ich so oft gegen das Schienbein gehauen. Der muss sich jetzt erstmal ein bisschen hinlegen. Kann ich verstehen. Das ist der kleinste Berg der Welt hier. Ah, aber guck mal, da drüben, da wird es noch bergiger. Da in die Richtung müssen wir gehen. Aber das ist schon lustig, dass hier so ein ganz kleiner Hügel ist, der aber offiziell als Mountain gilt. Aber wirklich nur so ein ganz kleiner Hügel. Hier finden wir leider keinen Hinweis für den nächsten Boss. Philly, Philly reicht. Okay. Mach's gut, Fallen Crusader. Tschüssi. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Wie lange wollte ich heute streamen? Bis 9? Nein, bis 10. Haben wir noch eine Stunde. Gut. Ah, okay, ich sehe auch gerade. Okay, die Spendenleiste ist noch kurz vor 500. Aber ansonsten wäre dann auch erst der nächste Stream länger. Heute machen wir auf jeden Fall um 10 Schluss. Die extra 3 Stunden, wenn der Fansupport-Balken noch 500 erreichen sollte, machen wir dann nächste Woche. Machten wir dann nächste Woche oder so. Verzeihung. Wie bei Resident Evil, genau. Man würde nicht seine Munition verschwenden. Wobei Mr. X einmal kurz seinen Hut vom Kopf schießen, das ist schon sehr verlockend im Remake vom zweiten Teil. Die eine Patrone, die muss manchmal sein, finde ich. Ach ja, hey, ich habe doch immer gesagt, ich habe doch sogar mal ein Video zu dem Thema gemacht, dass es irgendwie da draußen einfach keine Resident Evil Klone gibt. Keine klassischen Resident Evils. Dass das klassische Survival-Horror-Genre so brach liegen gelassen wird, obwohl da irgendwie so ein Publikum da wäre. Und jetzt merke ich, ich war einfach zu früh dran
mit meiner Kritik oder so mit meiner Forderung. Weil jetzt kommen die ganzen Indie-Studios von überall und machen genau das. Machen retro-klassische Survival-Horror-Spiele. Und ich finde es total cool. Tormented Souls ist jetzt vor kurzem schon erschienen. Das hat mir total gut gefallen. Und jetzt gibt es mindestens drei andere Projekte, die ich auf Steam auf der Wunschliste habe oder genau beobachte. Manche sind auch nicht auf Steam. Und ich glaube, jetzt kommen die Indie-Studios erst. Die Spielentwicklung ist halt lang und kompliziert, ist eh klar. Ich glaube, jetzt kommen die Indie-Studios und füllen genau diese Survival-Horror-Nische. Jetzt kommen die klassischen Survival-Horror-Spiele wieder. Und ich finde es total cool. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da werden einige noch sehr coole Titel dabei sein. Da habe ich jetzt auf Steam, kann man jetzt schon, wenn es euch interessiert, die Demo von Post-Trauma, also Post-Trauma, spielen. Das sieht sehr interessant aus. Das ist so ein bisschen Silent Hill-mäßiger, weniger Resident Evil und ist sehr rätsellastig. Und das gefällt mir echt gut. In der Steam-Beschreibung empfehlen die sogar, dass man tatsächlich mit Stift und Zettel nebenher spielt. Also, dass man Stift und Zettel dabei hat. Und bei den ersten paar Rätseln habe ich tatsächlich schon beim ersten Rätsel einen Stift und einen Zettel gebraucht. Weil da musste man sich ein paar Informationen ausschreiben von Plakaten, die weit entfernt waren. Man musste ein bisschen rechnen. Nicht großartig kompliziert, aber das gefällt mir. Ich mag sowas. Das ist so oldschoolig, ne? Wie in so einem alten Adventure halt einfach mit Zettel und Stift dasitzen, sich Notizen machen, Rätseln, Kopf zerbrechen. Das Ganze eben noch im Horror-Szenario. Das mag ich gerne. Da bin ich gespannt drauf. Das gefällt mir. Hallo, Yosuke, wie geht's? Yosuke likes Chocho. Chochos Bizarre Adventure habe ich mir jetzt vor kurzem auf Netflix angeguckt. Und vor allem die erste Staffel fand ich schon sehr cool. Auf jeden Fall. Wo bin ich denn hier gelandet? Wie kommen wir denn hier weiter? Wo soll ich denn jetzt hingehen? Weil ich finde, bei der ersten Staffel vor allem passt der Name Bizarre's Adventure noch so gut, weil verdammt ist die bizarr. Die fand ich schon sehr gut, weil die einfach so abgedreht ist. Ich sterbe. Nein! Oh Gott. Oh Gott, das wäre so blöd gewesen. Das wäre so ärgerlich gewesen. Glück gehabt. Hallo, Bettpfanne. Wie geht's? Oder Sefs? Was ist dir lieber? Willkommen zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich höre schon wieder Drachen pupsen. Gerade im Schneesturm sind die nervig. Ah, aber da erspäht mein wachsames Auge doch noch eine kleine Holzhütte. Hey, ich muss echt mal gucken. Oh, wir finden so viel Zwiebelsamen. Sehen Zwiebelsamen so aus? Wie sehen Zwiebelsamen aus? Zwiebeln? Wahrscheinlich Zwiebeln sind Wurzeln. Ne? Oder? Und die Zwiebelpflanze blüht. Mhm, genau, okay. Nee, ich habe keine Ahnung, wie die Blüten aussehen und schon gleich gar nicht, wie die Samen aussehen. Aber ja, zumindest die groben Eckpfeiler der Zwiebelanatomie habe ich jetzt, konnte ich klären. Gut, gut. Bettpfanne ist super. Mir geht's auch gut, dankeschön. Ich habe das letztes Mal geschrieben. Eine Zusammenarbeit von Shinji Mikami, Hideo Kojima und Guillermo del Toro, das wäre ja... Hey, das habe ich mir jetzt gestern oder vorgestern habe ich mir das gedacht, habe das der Merlin gesagt, die war wenig beeindruckt, hat mich sehr verwundert, aber ich habe mir gedacht, hey, wenn jetzt zum Beispiel Microsoft, die sind ja gerade auf Einkaufstour, ne? Oder auch Sony, irgendjemand, wenn die jetzt plötzlich, sagen wir mal, Konami kaufen, weil jetzt mal ehrlich, Konami kann aktuell nicht so viel wert sein, oder? Ob die verkaufen wollen, ist ein anderes Thema. So eine feindliche Übernahme wird aus Imagegründen schon allein, glaube ich, keiner machen. Aber Konami ist aktuell nicht mehr gerade auf Höchststand, schätze ich jetzt mal, ne? Ich glaube, die könnte man günstig haben. Und die haben ordentlich
coole Lizenzen mit Metal Gear Solid und Silent Hill, verdammt nochmal. Und stell dir vor, Microsoft jetzt zum Beispiel würde Konami kaufen. Und dann hier überall die Meldung, Microsoft kauft Konami, Riesendeal, bla bla bla, wie man das so kennt. Und am nächsten Tag macht dann der offizielle Microsoft-Twitter-Account oder sowas, oder Xbox-Twitter-Account, einen Tweet, einfach nur, wo irgendwie Phil Spencer mit Kojima und Del Toro irgendwie so, ne, so Gruppenfoto machen, Selfie. Mehr nicht. Das Internet wäre kaputt. Twitter würde abstürzen. Das wäre der PR-Move überhaupt. Das wäre das Crazyste, was die machen könnten, oder? Ich glaube, da stellt die Übernahme von Activision medienechotechnisch in den Schatten, wenn die einfach nur das machen. Die müssen noch nicht mal den Namen Silent Hill aussprechen. Allein die Möglichkeit, dass es sein könnte, würde, glaube ich, schon ausreichen, dass alles durchdreht. Ja, Berg ist schon wieder erkundet irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich schaue jetzt bald in einem Wiki nach, weil das ist frustrierend. Ich schaue jetzt bald mal in einem Wiki, wo ich rausfinden kann, wo der Bergboss lebt. Kann doch nicht sein, dass ich einfach alle Berge im Spiel durchsuchen muss, bis ich mal zufällig einen Bergboss-Schrein finde. Irgendwo müssen doch die Bergboss-Informationstafeln versteckt sein. Aber ich finde die nicht. Oder kommen die erst noch? Ich habe vor kurzem gelesen, dass Höhlen eingeführt werden sollen. Die kommen noch. Die Berge sind noch nicht fertig. Demnächst, in einem nahen Update, sollen Wolfshöhlen eingeführt werden. Vielleicht gibt es da erst die Drachensteine. Aber irgendwie muss man doch rausfinden können, wo die Drachen leben. Wo die wilden Drachen wohnen. Ha, seltsam. Deine Stimme ist total beruhigend. Na dann, das freut mich zu hören. Ja, oder ich finde das auch so genial. Also wenn wirklich die Möglichkeit, Wolf, bestehen würde, dass Kojima und Del Toro doch noch irgendwie mit der Final Fantasy Lizenz vereinbar wären, das wäre so der Hammer. Die haben damals schon mit ihrem Silent Hill Trailer alle... Ich verstehe Konami nicht, ohne Scheiß. Konami hat da so einen Hype erzeugt mit diesem ersten Teaser, mit PT, dem Playable Teaser. Das war absolut crazy. Die haben einen riesen Hype erzeugt, den dann Capcom mit Resident Evil geerntet hat. Und ganz, ganz viele Indie-Studios, die eben auch auf die Schiene gegangen sind. Tja. Aber nee, Konami wollte ja in den Mobile-Markt mit seinen tollen Marken, nachdem Kojima gegangen ist. Ach, Konami, ey, ob die sich nochmal fangen? Ja, der arme Wolf, oder? Ich find's auch immer nicht nett. Ich mag das nicht, dass Wölfe so oft Gegner sind. Wölfe haben was Besseres verdient, als immer nur so Massenmob-Standard-Gegner in Spielen zu sein. Oh, ich will nicht so nah in die Plains. Wenn jetzt ein Death Keto kommt oder so, ich mit meiner lahmarschigen Axt, das wäre ungesund, glaube ich. Ach, von so einer steilen Klippe springen ist auch ungesund. Naja, keine Ahnung. Ich erkläre diesen Berg hier auch schon für erforscht. Leider, irgendwie. Keine Ahnung. Wenn ich mal Silber brauche, kommen wir wieder. Ja, eben, absolut. Wölfe sind super. Das war ein Knieschuss. Aber in beide Knie haben die sich geschossen hier, Konami. Mit Anlauf. Ich weiß nicht genau. Ich schätze mal, wenn man mit Anlauf auf jemanden schießt, ist die Kugel noch ein kleines bisschen mehr beschleunigt. Insofern, warum nicht? Mit Anlauf haben die sich ins Knie geschossen. Kann ja sein. Naja. Ich finde keine Boss-Tafel. Ich glaube schon langsam, es gibt keine Boss-Tafel. Ich glaube, der Boss... Ah, da ist noch eine Hütte. Da war ich in der schon? Ich bin mir nicht sicher, das Gebiet ist aufgedeckt. Aber als ich gekommen bin, war hier auch Schneesturm. Ne? Könnte theoretisch schon sein, dass ich das einfach eiskalt übersehen habe.
Tatsächlich. Ist aber leider nur Müll drin. Meine Güte, die schießen. Hey, hier eine Holzhütte braucht man hier in den Bergen nicht bauen, ne? Selbst die Drachen, die mir jetzt kaum Schaden machen, also diese Drakes hier, schießen das Haus ganz schön zusammen. Das ist schon cool. Das ist schön. Schöne Physik hat das Spiel. Mag das. Wo bin ich? Okay. Ich befürchte, dass ich, wenn ich nicht durch die Berge will, durch den Sumpf wieder heim zum Strandhaus laufen muss. Sümpfe sind schon anstrengend. Sümpfe sind ein sehr anstrengendes Biotop. Biom, meine ich. Die sind mittlerweile nicht mehr schwer. Ich bin mittlerweile voll überpowert. Die können mir eigentlich, glaube ich, nicht mehr wirklich was. Aber die zu durchqueren allein ist einfach anstrengend. Und jetzt verliere ich meinen Rested-Status. Das heißt, meine Ausdauerregeneration ist jetzt auch noch im Eimer. Das heißt, jetzt wird Fortbewegung in den Sümpfen dann echt nervig. Aber ich glaube, ich nehme lieber die Sümpfe als die Berge. Wenn in den Bergen gibt es noch Gegner, die können mir gefährlich werden. Gerade nachts. Und ich will jetzt hier nicht sterben. Weil in den Bergen sein Equipment verlieren, ist mal richtig, richtig nervig. Weil man erfriert in den Bergen, wenn man nicht warm eingekleidet ist. Und dann muss ich im Grunde mit meinem Steinzeit-Wikinger, mit irgendwelchem uralten Equipment und irgendwelchen Anti-Kälte-Tränken in die Berge laufen, an den Wölfen und Golems vorbei, die mich One-Hit-Killen wahrscheinlich mit meinem alten Equipment und irgendwie meine alte Ausrüstung wiederkriegen. Wartet mal, Wölfe, ich habe keine Ausdauer und es ist hier zu steil, ich treffe euch nicht. Das ist unfair. Ah, danke. Zwei so Wölfe, schlechte Bedingungen, das kann schon gefährlich werden. Naja, okay. Bergexpedition irgendwie beendet, keine Ahnung. Hey, ich schaue jetzt danach. Ich gehe jetzt zurück ins Strandhaus, dann schauen wir, ob wir nicht eh schon wieder schlafen können oder so. Dann gucke ich mal, wie es unseren Zwiebeln geht. Oh, beziehungsweise habe ich jetzt 10 neue Zwiebelsamen. 10 zentrierte Zwiebel. Zypressen, die wir jetzt dann, es gibt zu wenig Wörter mit Z, zwitschernd in den zwielichten Waldboden zwetschgen werden. Was? Wer? Oh ja, stimmt, jetzt brauche ich mehr Pilze. Die Pilze sollte ich jetzt echt mitnehmen für die Super-Wolfsspieße. Die sind schon ein tolles Nahrungsmittel. Aber dafür muss ich wieder Pilze pflücken gehen. Zum Glück wachsen ganz viele Pilze zufälligerweise auf dem Weg. Ah ja, genau. Wölfe zähmen. Gut, dass du sagst, Gecko. Danke. Das war ja mein ursprünglicher Plan für heute noch, ne? Ich wollte doch ursprünglich den einen Berg fertig erforschen und dann Wölfe zählen. Zählen. Ein Wolf. Zwei Wölfe. Aber dann kam die große Geburtstagsspenden- und Bit-Explosion von euch. Danke nochmal an der Stelle. Und dann habe ich komplett alles vergessen, was ich jemals in meinem Leben gesagt habe oder gemacht habe oder machen oder sagen wollte. Und jetzt sind wir hier, wo wir sind. Plötzlich. Das ist eine gute, das ist gut. Versuchen wir bei unserem großen Bergturm in der Nähe in meinen alten Silbergruben Wölfe einzusperren und zu zähmen. Genau. Das ist gut. Müssen wir nur durch den Sumpf da hinten. Der Stein sieht verdächtig aus. Der ist so komisch rund. Ich finde, der sieht aus, als würde er gleich davon schwimmen und in Wirklichkeit eine Riesenschildkröte sein. Aber es ist er, glaube ich, nicht. Na komm her, Draugr. Du kannst mir gar nichts mehr. Das ist vor allem cool, weil die Silberwaffe, die hat auch noch so einen heiligen Effekt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Holy heißt er nicht wirklich, aber irgendwie schon so ähnlich. Und die Untoten, die Draugr hier und sowas, die verbrennen, wenn ich die mit meinen Silberwaffen schlage. Deswegen ist die Silberaxt jetzt quasi gerade doppelt gut hier in den Sümpfen. Wobei, so weit kommt es gar nicht, dass die irgendwie verbrennen würden. Ja,
Die Draugr, die waren mal echt gefährlich, vor allem die Elite-Draugr. Hey, aber ich bin gespannt. Wir hatten einmal, als wir zu dritt gespielt haben, da waren wir aber noch im Eisenzeitalter, alle drei, hatten wir einen 2-Sterne-Elite-Draugr und der hat uns alle drei ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Ich frage mich, ob das jetzt immer noch so wäre. Eine Abomination! Soll ich gegen die kämpfen? Mich würde es interessieren, ob die noch irgendwie gefährlich für mich ist. Soll ich das jetzt hier riskieren? Wäre jetzt doof, wenn ich jetzt blöd sterbe irgendwie, ne? Nee, ja, ich glaube, die schaffe ich. Aber ich bin auch nicht rested, ich habe keine Ausdauer. Nee, komm, jetzt packen wir unsere Axt ein, bringt ja eh alles nix und laufen heim. Was will ich denn noch mit den Ressourcen hier? Gut, mit Draugr-Därmen kann ich leckere Wurst machen, die gar nicht schlecht ist. Aber nee. Wenn es Nacht wäre und hier die Geister spawnen, die komischen, schwebenden Dinger, die würde ich vielleicht noch ein bisschen jagen. So Ketten von denen kann man immer brauchen. Aber so, das muss nicht sein. Ach, was mache ich denn? Ich sehe meine Tastatur nicht vor lauter Popshots. Und drücke mal irgendwelche Tasten. Kämpfen! Jetzt ist es, glaube ich, zu spät. Die Abomination ist weg. Ja, wenn ich jetzt ausgeruht gewesen wäre, hätten wir das gemacht. Aber so wäre das ein frustrierender Kampf gewesen, weil meine Ausdauer halt quasi sofort leer ist. Und ewig braucht, um sich zu regenerieren. Selbst wenn mir die Abomination nicht viel Schaden gemacht hätte, wäre das halt so ein Kampf der unsterblichen Giganten gewesen, wo keiner jemals gestorben wäre. Ja, genau, jetzt spawnen ja auch Skelette in den Wäldern neuerdings. Das ist ehrlich gesagt, weiß ich nicht, voll luschig. Wen interessiert? Strandhaus, ich komme. Schöne Bratwurst. Was Schlaf ist wichtig. Ja, das stimmt. Ich finde das immer noch, ich finde das so lustig, aus welchen Zutaten unser Wikinger sich sein Essen zusammenbraut. Zwergenaugen, Draugr-Därme. Ne, das ist schon alles köstlich. Okay, ab ins Bettchen. Hi, Yoroko. Und ich gucke jetzt kurz mal hier auf meinem mobilen Device, den ich hier habe. Ganz kurz, wie man den Bergboss findet. Wartet mal, Valheim, Mountain, oder wartet mal. Valheim, how to find the mountain. Ups, oh, ey, ohne Scheiß, ich hasse diese Tastatur auf dem Handy. Das ist alles weg. Okay, nochmal. War einmal verklickt, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Valheim, ich gebe es nochmal ein. Valheim, how to find the Mountain Boss. Es würde mich jetzt nämlich wirklich interessieren. Modder is the fourth boss of Valheim, a dragon. Ah ja, genau. Can be summoned at the top of a mountain in the mountain biome. To find Modder's location, investigate stone buildings in the mountains. Ja, habe ich mir schon gedacht. Dann hatten wir echt einfach nur Pech. Ich habe mir das schon gedacht, dass das irgendwo in den Gebäuden ist. Einfach nur Pech gehabt, soll es auch geben. Naja, macht dir nix. Vielleicht ein andermal. Wölfe zähmen. Das Zähmen ist in dem Spiel halt schon auch sehr aufwendig. Deswegen machen. Also wir können ruhig mal anfangen damit, aber das ist ein langwieriger Prozess, bis so ein Wolf gezähmt ist. Es geht nicht von heute auf morgen. Befürchte ich.
Und ich weiß nicht, ob wir das heute im Stream überhaupt noch schaffen. Selbst wenn wir einen Wolf fangen können, weiß ich nicht, ob wir den zähmen können, auch in der Zeit. Da muss man ganze 2 Spieltage, wenn mich nicht alles täuscht, in unmittelbarer Nähe des Wolfes bleiben, während der was zu essen kriegt von einem. So war es zumindest bei dem Wildschwein. Wildschweine sind halt nur relativ harmlos. Die fressen einen nicht gleich. Also im Vergleich zu Wölfen sind die relativ harmlos in dem Spiel. Die kann man leichter mal zähmen, weil wenn die einem angreifen währenddessen, ist es nicht so schlimm. Wenn einmal ein Wolf angreift, während man ihn zähmen will, ist man ein bisschen tot. Das ist ein bisschen schlecht. Pilze. Innereien kommen hier rein. Fleisch kommt unten rein. Das kommt noch in die Schatzkiste. Die Samen... Ah, Pfeile haben wir noch. Pfeile kommen oben in die Pfeilkiste. Und die Samen pflanze ich jetzt gleich noch schnell an. Regen. Verzeihung. Oh, sag bloß, die Zwiebelpflanzen sind reif. Nein, die sind noch nicht reif. Oh, schade. Das wär's gewesen. Ah, verdammt, ich brauche meine Hacke. Sonst geht's nicht. Okay, ich werde mein Bestes tun. Aber das Wolfzähmen... Oder so viele, je länger ich drüber nachdenke. Ich sollte nicht drüber nachdenken. Je länger ich drüber nachdenke, desto komplizierter wird das jetzt mit dem Wolfzähmen. Wir müssen erstmal unsere Silbergruben sichern, damit man da nicht mehr so leicht rauskommt, wenn man mal reinfällt. Dann müssen wir einen Wolf finden, der zufällig in der Nähe... Meine Nase juckt gerade so. Ah, der zufällig in der Nähe unserer Silberlöcher spawnt. Und dann muss ich den auch noch irgendwie da reinkriegen in die Silberlöcher. Das ist alles gar nicht so leicht. Gute Nacht, Olukas. Oder so, Olukasso. Bis bald. Tschüss. Schlaf gut. Ja, genau. Da haben wir viel zu tun. Und ich darf Fleisch nicht vergessen. Um Wölfe zu sämen, müssen wir Fleisch mitnehmen. Ich nehme mal hier... Essen die auch gebratenes Fleisch? Da bin ich mir nicht sicher. Ich nehme mal 14 Ruhe mit. Ich nehme mal die 2 gebratene mit zum Testen. Und auch mal ein Gagtail, um das zu testen. Hoffentlich. Und ein Wildschwein noch. Dann hat er dann ein ganzes Buffet an Fleischsorten. Da wird schon was Gutes dabei sein. So. Sonst... brauche ich im Grunde... Na, wartet mal. Nehmen wir ein bisschen Holz mit. Nee, ich nehme Scheine mit. Weil ich glaube, ehrlich gesagt... Ah, ich weiß nicht, warum. Ich muss gerade kurz schneuzen. Weil irgendwie juckt meine Nase ganz schlimm. So, Verzeihung, das sind immer die Katzenhaare, glaube ich, die in meinem Popschutz hängen bleiben. Und wenn ich dann hier länger sitze und rede, dann fliegen die alle in meine Nase. Das ist zumindest meine Theorie, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich vermute, es sind die Katzenhaare. Weil das ist öfter, wenn ich länger streame oder hier aufnehme, dann fängt meine Nase. Aber immer nur mit dem Popschutz, es muss der Popschutz sein. Ach ja, dann gehen wir jetzt einfach mal in die Berge und schauen, was passiert, ne? Unser Turm da oben wartet schon auf uns. Ja, wahrscheinlich haben wir halt einen übergewichtigen, gezähmten Wolf mit der Auswahl an Leckereien, die wir da haben. Aber ist ja auch gut. Der ist dann wenigstens ein bisschen gemütlicher und braucht nicht so viel Auslauf und so wahrscheinlich. Der schläft viel. Wir brauchen aber theoretisch eh 2 Wölfe. Ein Wolf allein bringt nichts.
Wir brauchen zwei Wolfs. Ich höre schon wieder. Ich höre sie schon wieder. Ey, ohne Witz, diese Drachen gehen mir auf die Nerven da oben. Die sind nicht schlimm. Die sind nicht irgendwie super gefährliche Gegner oder so. Aber die nerven. Und ich habe wirklich mal, ich habe nachgeguckt aus Interesse, ob das normal ist, dass dauernd so viel Drachen um einen rum sind. Und ich habe meinen Turm halt leider wirklich zwischen zwei Nester gebaut. Und tatsächlich spawnen bei einem Nest immer wieder zwei Drachen auf einmal. Und deswegen habe ich immer vier blöde Drachen um mich rum. Das ist also nicht normal, dass man ständig von Drachen umzingelt ist. Das liegt an der Location, die ich mir hier blöderweise zufällig für meinen Turm ausgesucht habe. Naja. Na. Aber meine Speerwurf-Skills werden immer besser. Ja, genau, der Wolf kann dann die Rollmops-Attacke. So. Jetzt brauchen wir mal unsere Landform-Dingens. So heißt das Ding offiziell. Die Landform-Dingens. Mit der Landform-Dingens werde ich jetzt mal eine Grube so befestigen, dass man da unmöglich rauskommt. Hoffe, ich krieg's hin. Aus der Grube gibt es aktuell im Grunde nur einen Weg, ne? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Dass wir den Weg zuschütten mit unserem Landveränderungsdingens. Ach, dafür brauchen wir auch noch eine Werkbank. Oh, come on. Habe ich nicht Holz eingepackt? Habe ich nicht gesagt, ich nehme lieber Holz mit? Ich glaube, ich habe das Holz gerade unten in die Kiste gelegt. Stimmt's? Gut gemacht, Hirn. Gut gemacht. Ah, da ist ein Wolf. Oh mein Gott. Wolf, du bist zu früh. Ich bin noch gar nicht bereit für dich, Wolf. Oh. Hey, greifen eigentlich wilde Wölfe, gezähmte Wölfe an? Das wäre nämlich blöd. Weil dann kann ich nicht mehrere Wölfe in ein Gehege stellen, wenn die unterschiedlich schnell gezähmt werden. Das wäre wirklich doof. Wolf, können wir noch mal kurz Frieden schließen? Oder ich nehme mal mein Landveränderungstool. Oh Gott, oh Gott. Ah, ich habe noch keine Werkbank. Oh Gott, oh Gott. Ah, während ich vom Wolf gefressen werde, muss ich den hier zähmen. Okay, Wolf, warte mal. Warte mal. Warte. Nein, rein mit dir. Ah, du bist so ein Arschwolf. Okay, aber jetzt geht's vielleicht. Achtung, Moment. Komm. Nein, er hat meine Ausdauer durchbrochen. Ja. Oh, komm. Ja. Und. Und er kommt nicht mehr raus, oder? Du kommst nicht mehr raus, Wolf. Stimmt's? Ups, das war keine Absicht. Okay. Cool. Wölflein in der Grube. Und jetzt, Wolf, kriegst du eine erlesene Auswahl von feinsten Fleischen, die ich dir mitgenommen habe. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen weg. Damit er sich beruhigt. Jetzt ducke ich mich und schleiche mich an. Ah, der sieht mich noch. Dann gehe ich noch ein bisschen weiter weg. Ah ja, nee, der ist immer noch aggro. Hör doch auf, aggro zu sein, Wolf. Wir werden bald die besten Freunde. Okay. Und jetzt schleiche ich mich mal an dem Wolf und dann gucken wir mal, ob er isst. Nee, leider kann man die Drachennester nicht kaputt machen. Ich hab's versucht. Wenn, dann habe ich nicht das Richtige. Oh, shit. A cold wind blows from the mountains. Was heißt das? Nichts Gutes. Drachen. Eine Dracheninvasion. Eine Dracheninvasion. Ah, eine Dracheninvasion. Soll ich gegen die kämpfen überhaupt mit meinem Flugstock? Ja. Ich habe Angst, dass die, wenn ich jetzt reingehe, meinen Turm kaputt schießen. Das finde ich doof nämlich. Aber wenn die unten ein paar tragende Steine rausschießen, dann haben wir ein Problem. Flieg und Sieg, Todesstock. Oh oh, ich habe meinen Turm bombardiert. Kann ja mal passieren. Der nimmt es mir nicht übel.
Ja, da traue ich mich nicht hinwerfen. Flugstock des Todes. Die ist nicht so schlimm. Ich hab schon schlimmere Invasionen erlebt als hier die Flugdrachen-Invasion, muss ich schon sagen. Einmal, da war ich noch relativ niedriglevelig oder niedrig in der Technologiestufe, hat plötzlich ein Troll mein Haupthaus angegriffen. Das war ein bisschen crazy. Ich wusste nicht, ob ich den klein kriege, aber es hat dann zum Glück geklappt. Seitdem habe ich so Stacheln um mein Haus rumgebaut. Weil der schon so mein Schlafzimmer hat der ganz schön ramponiert. Wir müssen ein bisschen vom Abgrund weg, Flugdrachen. Sonst werfe ich meinen Speer vom Berg und dann kriege ich ihn nie wieder. Irgendwo unten in den Wäldern steckt noch irgendwo ein Speer von mir in einem Baum. Den habe ich mal wirklich voll vom Berg segeln lassen. Habe ich nie wieder gefunden. Es war noch ziemlich früh hier in der Silber-Technologiestufe. Da war der noch echt wertvoll, der Speer. Das hat mich ein bisschen geärgert. You don't feel rested anymore, aber der Cold Wind blows immer noch. Warum blowt denn der Cold Wind noch? The Cold Wind is gone. Okay, da muss ich jetzt nur noch die übrigen Drachen töten und dann können wir uns wieder ums Wolfzähmen kümmern. Jetzt gerade, ich hatte schon mal ein Event, dass ich von Wölfen verfolgt werde und dann kommen Dutzende von Wölfen von überall. Das, ja, war blöd. Aber das wäre jetzt cool gewesen. Dann hätte ich die Grube bis oben angefüllt mit Wölfen. Komplett. Oh nein, dann können die aufeinander rausklettern. Vielleicht lieber doch nicht. So, ist jetzt Schluss hier mit Flugdrachen oder was? Meine Güte. Mein guter Speer. Okay, Wolf. Lebst du noch? Ah, du kommst hier nicht raus. Nein, nein. Bleib da schön drin. Der hat aber noch nichts gegessen. Nee, der ist aggro. Der will mich essen. Warum denn? Ich hab dir so viel köstliches Fleisch gegeben. Versteh nicht, was er hat. Ich bleib hier mal kurz. Ich glaube, dann verliert er mich hoffentlich aus den Augen. Ohren. Aus der Nase? Wer weiß. Ja, genau. Es gibt nicht zu viele Wölfe. Es gibt nur zu kleine Wolfsgruben. Da hast du recht. Wolf, warum ist denn der immer noch mit Ausrufezeichen über dem Kopf? Der sieht mich gar nicht mehr. Ich bin unsichtbar. Ich bin der Nebel. Ich bin der Wind in deinem Fell, Wolf. Ja, da ist ein gelbes Herzchen. Habt ihr es gesehen? Da ist ein gelbes Herzchen aufgestiegen über seinem Kopf. Ja, da ist es wieder. Es funktioniert. Jetzt müssen wir einfach nur 2 Spieltage und Nächte hier stehen bleiben und nichts tun. Und dann ist der Wolf unser Freund. Ja, es ist kein Witz. Genauso funktioniert das. Ja, und ihr so? Was gibt's bei euch Neues? Wir haben jetzt so ungefähr eine Stunde zu füllen mit hier hocken. Vielleicht mache ich das mal außerhalb des Streams. Wir könnten aber auf jeden Fall versuchen, ob wir noch einen zweiten oder sogar noch einen dritten Wolf finden und in die Grube werfen. Weil dann können wir Wolfszucht beginnen. Ja, in Wirklichkeit sollte man keine vielgenerationenübergreifende Zucht mit 2 Tieren beginnen, aber Valheim ist da nicht so. Es sind auch alle Hermaphroditen, es ist auch ganz egal, welche Wölfe das sind. Auf einmal macht's plopp und man hat einen Zusatzwolf. Ah. Und richtig cool wär's, wenn wir einen Ein- oder sogar 2 Sterne-Wolf in die Grube kriegen würden. In die Kriegegruben. Das Problem ist nur, ich habe Angst vor 1-Sterne-Wölfen und ich habe noch nie einen 2-Sterne-Wolf getroffen und ich will es auch nicht, weil der 1-Sterne-Wolf hat mich ganz schön fertig gemacht. Deswegen fangen wir mal an mit 0-Sterne-Wölfen, würde ich sagen. Es ist noch kein Wolfszüchter vom Himmel gefallen. Ah, das wird furchtbar, Leute. Wenn ich den jetzt gezähmt habe, den Wolf, dann werde ich mir Sorgen machen. Von dem Moment an, wo der gezähmt ist, werde ich mir nur noch Sorgen machen, dass dem Wolf was passieren könnte. Aber ich glaube, den Valheim-Wölfen kann man Kommandos geben. Ich glaube, ich kann mit dem in den Innenraum gehen, kann mit dem in den Keller gehen, in den tiefsten Bunker und sagen, bleib, mein Schatz.
dann passiert ihm, glaube ich, nichts mehr. Dann ist er unsterblich. Bis irgendwann mal der ganze Turm über ihn zusammenstürzt, weil irgend so ein Drache einmal zu oft gegen die Wand geschossen hat. Aber bis dahin ist er quasi unverwundbar und geschützt. Und das ist keine blöde Idee, weil dann kann ich das mit einem zweiten Wolf machen und unten im Keller sollen die dann erstmal noch irgendwie ein, zwei Wölfe auf die Welt bringen, die zwei. Und dann kann ich mit meinem kleinen Wolfsrudel mal den Heimweg antreten zu meiner Hauptbasis. Ich muss hier nur zwei Wölfe heil in meine Hauptbasis bringen und dann kann ich da eine riesen Wolfproduktion starten. Oh Gott, oh Gott. Ja. Aber das ist der Plan. So machen wir das. Kann ich mich vielleicht mal ganz vorsichtig an dem Wolf schleichen? Ah, hätte ich lieber nicht machen sollen. Damn it. Ich wollte gucken, weil wenn man nahe genug an die rangeht, sieht man, wie viel Prozent die schon gezähmt sind. Da wollte ich nachschauen gerade. Ich dachte, wenn ich mich vorsichtig anschleiche, wird das schon gehen. Nee, war eine blöde Idee. Jetzt muss ich der Wolf erst wieder beruhigen. Gucken wir mal, was es so Neues an Gaming-News gibt da draußen in der Welt der Videospiele. Vielleicht gibt es da was Interessantes, über das wir reden können. Schauen wir mal. Resident Evil News. Schauen wir mal, ob es irgendwas Neues gibt. Resident Evil 4 Remake, ein mysteriöser Countdown, meint Hoffnung. Wie ein mysteriöser Countdown meine Hoffnung weckt. So ein Video habe ich heute auch schon gemacht. Capcom startet mysteriösen Countdown. Resident Evil 4 Remake? Fragezeichen. Resident Evil 4 Remake? Ja, okay. Da reden gerade alle nur über den Countdown und was das wohl bedeuten könnte. Oh ja, genau. Fallout mit Wölfen. Das ist eine gute Idee. Ich mache da in meinem Turm den Wolfsbunker und ein paar tausend Jahre später oder ein paar hundert kommen dann so die Nachfahren der ursprünglichen Bunkerwölfe an die Oberfläche und sind in einer ganz neuen Welt. Dann schauen wir mal Fallout News. Gibt es da auch einen mysteriösen Countdown, über den alle reden? Fallout 5 existiert schon, aber nur auf einem einzigen Blatt. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Lustig. Todd Howard, der Mann hinter The Elder Scrolls und Fallout. Fallout 76, 2020 Roadmap is coming soon. Ach so, okay. Die Roadmap von Fallout 76 kommt bald für 2020. Die schaue ich mir auf jeden Fall an. Ich bin zwar mit Fallout 76 immer noch nicht zufrieden. Ich finde, das ist leider, das wird auch nicht mehr ein Spiel, das ich gerne spiele. Aber jetzt kriegt der Wolf keine gelben Herzchen mehr über den Kopf, oder? Hat dann nicht mehr das... Na doch, da ist es. Alles gut. Was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Aber vielleicht kommen ja trotzdem noch ein paar interessante Funktionen und ein paar neue Maps auch zu erkunden und dann schaue ich mir die gerne an. Ich bin ja nicht grundsätzlich anti-Fallout 76. Ich habe das Spiel lange gespielt und es ist ja auch ganz okay. Es hat ja auch teilweise Spaß gemacht, aber es ärgert mich. In so vieler Hinsicht ärgert mich Fallout 76, weil da steckt so ein tolles Spiel drin. Aber für mich persönlich zumindest ist es das halt nicht geworden. Jedem das Seine. Aber naja. Eine Powerrüstung für Wölfe. Weiß ich jetzt nicht. Ich meine, Valheim ist noch nicht fertig, ist noch in der Beta, ne? Da kommen noch ein paar Biomi- und Technologiestufen. Wer weiß, ob nicht Wolfsrüstung eingeführt wird. Das wäre eigentlich sogar cool. Das dauert jetzt ein bisschen lange. Oder wir können jetzt hier in dem Stream nicht den Wolf zähmen. Oder? Oder doch? Machen wir das? Ihr entscheidet. Der Chat schreibt Yay oder Nay. Und je nachdem bleiben wir dann einfach hier hinter dem Stein sitzen, bis der Wolf unser Freund ist. Oder nicht. Müsst ihr sagen. Wer lurken will, soll lurken. Das ist kein Problem. Aber am Ende entscheidet dann, ob mehr Yays oder Nays im Chat sind.
Oh, wir haben ein. Oh, wir haben Gleichstand. Damn it. Oh, wir haben noch ein Yay. Yay! Ach so, nee, warte mal. Zweimal darf man nicht. Das giltet nicht. Aber trotzdem haben wir mehr Yays und weniger Nays. Naja, weißt du, whatever. 176 ist halt einfach nicht mein Spiel, leider. Aber ich glaube trotzdem, für viele ist es genau das Fallout, das sie sich gewünscht hätten oder haben. You could eat another bit, a bite. Oh. Insofern ist es ja auch cool. Muss ja nicht immer alles mir gefallen, aber schön wäre es schon. Naja, ich guck mal auf irgendwelche. Kennt ihr, sagt mir mal irgendeine News-Seite. Eine Gaming-News-Seite. Wo guckt denn ihr immer so? Ich bin immer für Nintendo News bei N-Tower zum Beispiel. Da, die sind eigentlich immer ganz cool, breit aufgestellt, gut gefächert, schnell. Und schauen wir mal, was N-Tower so titelt. Dass ein neues Mario Striker angekündigt wurde, oder? Das Mario Fußballspiel. Damit habe ich nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt, dass da noch mal eins kommt. Warum nicht? Finde ich lustig. Und alle drehen doch mit dem Kirby-Auto. Ich verstehe es nicht ganz, glaube ich. Es ist schon ganz lustig, aber ich kann es euch vielleicht zeigen. Nee, das sieht man nicht wirklich, ne? Warte mal. Kamera, stell dich ein. Hier. In dem neuen Kirby-Spiel kann Kirby große Objekte essen. Und dann ist er quasi wie so ein Gummizug über diese Objekte gespannt. Und alle drehen gerade auf Twitter durch mit diesem Kirby-Auto. Das finden alle total geil. Es gibt jetzt schon einen Mario Kart 8 Mod, der das Kirby-Auto einbaut. Aber ich finde, das sollte auch wirklich ein Mario Kart Auto werden, oder? Das Kirby-Auto. Das ist ja super. Ja. Kirby und das vergessene Land. Oh, habt ihr das mit Platinum Games mitbekommen? Platinum Games hat jetzt gesagt, und da kann man natürlich schon viel reininterpretieren oder viel rauslesen, besser gesagt. Weil die Platinum Games Obermuftis haben jetzt gesagt, dass die jetzt sich abwenden wollen, so ungefähr, also jetzt nicht Wort für Wort, aber inhaltlich von diesen relativ kurzen Spielen, sondern sie wollen Spielerlebnisse bieten, mit denen die Spieler über viele Jahre hinweg oder sehr lange Zeiträume hinweg Spaß haben können. Also im Endeffekt wollen die Service-Spiele machen, wahrscheinlich Free-to-Play-Sachen. Das heißt, sowas wie Bayonetta wird wahrscheinlich in Zukunft wird es nicht mehr so geben. Und die werden jetzt eher in diese Service-Nische abrutschen. Leider. Finde ich schade, weil Platinum Games hat coole Spiele gemacht. Coole kleine. Wolf? Ja? Okay, hat mich nicht gesehen. Ich will doch nur mal gucken, wie viel Prozent er schon hat. Oh, aber guck mal, was ist denn da mit der Beleuchtungsengine los? Das ist ja verrückt, was da auf meinem Turm passiert. Ha! Crazy. Wisst ihr was? Soll ich ins Bett gehen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ins Bett gehen soll. Ich glaube, wir bleiben hier einfach. Jetzt im Schneesturm nachts draußen passt schon. Ich habe nämlich Angst, wenn ich ins Bett gehe, dass am nächsten Tag irgendwas Schlimmes passiert und der Wolf ist tot. Ding dong, der Wolf ist tot. Er isst kein Brot. Das wäre schade. Liegt eigentlich da noch Essen oder hat der Wolf alles gegessen, was ich dem da reingeworfen habe? Da muss ich echt gucken, weil ich glaube, wenn der nichts mehr zu essen hat, wird er nicht mehr gezähmt. Ah doch, da liegt erstens noch was. Zweitens habe ich ja sogar noch ein bisschen was dabei, wenn es wäre. Okay, solange gelbe Herzen aufsteigen, ist alles gut. Ich habe mir damals Fallout 76 für 50 Euro gekauft und es war eine Enttäuschung. Ja. Ja, wie gesagt, ich werde, glaube ich, leider auch nicht mehr warm mit dem Spiel. Was ich schade finde.
Aber so richtig hat es mich halt nie abgeholt. Und da sind einfach zu viele Designentscheidungen oder Designnotwendigkeiten aufgrund dieser Online-Struktur drin, die mich eher abschrecken. Und die halt mir persönlich genau das, was mir an Fallout 4 so viel Spaß gemacht hat, in Fallout 76 madig machen. Das ist halt so ein grundsätzliches strukturelles Problem an Fallout 76. Und das wird halt auch nicht mehr gepatcht oder verändert werden, weil das ist so, das ist notwendig. Der Wet-Modus nervt mich. Ich mag kein Fallout ohne Wets-Modus. Mich hat schon gestört, dass in Fallout 4 der Wets-Modus die Zeit nur noch stark verlangsamt. Ich will, dass der die Zeit anhält, aber damit konnte ich noch leben. Aber dass in Fallout 76 quasi nur noch ein Auto-Aim-Modus ist, das gefällt mir nicht. Das Bauen gefällt mir nicht. Ich meine, man kann jetzt mehrere Camps haben, die man aktivieren kann und deaktivieren kann. Man kann innen in seinen Bunkeranlagen theoretisch viel bauen. Aber es fehlt mir so dieses Gefühl von, ich baue überall im ganzen Ödland meine Siedlungen auf und überall stehen Gebäude und, ne? Ja, nee, das fehlt mir. Das gefällt mir in Fallout 76 nicht. Da habe ich auch nicht das Gefühl, dass es einen Sinn gibt, diese ganzen Siedlungen zu bauen und diese Bunker zu bauen. Bei Fallout 4 konnte man dann ja wenigstens so ein Handelsnetzwerk machen, damit man überall in allen Werkbanken auf alles zugreifen kann. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl von, man baut hier wirklich das Ödland wieder auf. Und das fehlt mir in 76 vollkommen. Und ja, weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Auch die Hauptstory, das Questen, es ist einfach, ist alles nicht meins, ist alles nicht meins, leider. Schade, schade. Aber ja, hilft dir nichts. Ich bin ja immer auch, muss ich ja auch sagen, ich bin ja immer dafür, dass die Entwickler ruhig auch mal andere Sachen sich trauen und nicht immer nur das Gleiche in Grün machen. Und ruhig auch mal mit einer Lizenz andere Sachen probieren, das ist ja voll okay. Und deswegen kritisiere ich das auch grundsätzlich nicht, dass die Fallout 76 gemacht haben. Aber mir persönlich gefällt es halt einfach nicht. Wild Wild South, dankeschön fürs Abonnieren. Freut mich sehr. Ja, hat dich die spannende Wolfszähmung so überzeugt? Ach ja. Das Zähmen in dem Spiel könnte man schon noch ein bisschen smoother gestalten, oder? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht 100%ig sicher, ob man in unmittelbarer Nähe bleiben muss. Könnte sein, dass ich auch in meinen Turm gehen darf zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie weit ich mich entfernen darf. Ich habe es nie getestet, aber jetzt sitze ich schon hier. Ich bin, im Grunde ist mein Charakter, müsste eigentlich schon ein Schneehaufen sein. Schon komplett eingeschneit. So eine richtige Schneephysik, das wäre cool. Bitte schon lange sehr sympathisch. Dankeschön, das freut mich. Oh, Tag 316. Die Sonne geht auf. Das heißt, der Wolf dürfte jetzt gut halb gezähmt sein, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Ich würde gern nachschauen, aber dann wird er sofort wieder aggressiv. Deswegen sitzen wir jetzt hier einfach noch ein bisschen. Man kriegt eine Meldung. Es kommt tatsächlich auf dem Bildschirm eine Meldung von wegen, hey, der Wolf ist jetzt dein Freund. Glückwunsch. So war es bei den Schweinen zumindest. Ach ja, Wolf. Und dann sperre ich dich wirklich in den Keller meiner Burg ein, in meines Turms ein, meine ich. Oder an der Spitze. Nee, lieber in den Keller. Und dann dürfte er da auch sicher sein da drin. Oh, wir können uns jetzt schon mal einen Namen überlegen. Dürft ihr euch aussuchen. Schreibt mir mal Vorschläge in den Chat, wenn ihr wollt. Dann wird es aber umso tragischer, wenn jetzt doch noch irgendwas bei der Zähmung schief geht, ne? Aber ja, das Risiko gehen wir ein. Take-Two Interactive, GTA Publisher, zeigt sich offen für die Nutzung von NFTs. Das macht total Sinn. Also ich sehe persönlich NFTs super kritisch und glaube, das ist hauptsächlich Betrug. Ganz wenig meinen das wirklich ernst. Das ist in der Regel Abzocke und Betrug. Kann ich jedem nur davon abraten. Aber für GTA Online würde das voll Sinn machen, dass man mit NFTs arbeitet. Stellt euch vor, ihr könnt euch in einem GTA Online ein Grundstück kaufen.
das ihr dann quasi besitzt, in der Blockchain festgeschrieben. Und da könnt ihr dann Immobilien drauf bauen, die auch NFTs sind. Und dann könnt ihr die an andere Spieler, die später ins Spiel kommen, vermieten. Und dann habt ihr zum Beispiel auch eine einzigartige Polizeiuniform mit der und der Dienstnummer. Und dann seid ihr die Polizei in der GTA Online-Welt und so weiter. Ne? Kann man theoretisch ganz viel weiterspinnen. NFTs in dem GTA Online 2 oder in dem GTA Online-Modus von GTA 6 oder was auch immer, würden voll Sinn machen. So, ich finde das nicht gut. Ich sage nur, aus einer monetären Sicht, ne, macht das für die voll Sinn. Die könnten da Kohle scheffeln ohne Ende mit NFTs. Das glaube ich denen sofort, dass die da offen dafür sind. Bin ich gespannt, was da noch kommt. Ich wäre für Olaf. Olaf der Wolf. Warum nicht? Oder Olwöf. Nee. Ich habe nur gerade geguckt, weil Olaf und Wolf unterscheiden sich tatsächlich nur in einem Buchstaben. Ich dachte schon, jetzt sprintet er aus dem Loch. Ich dachte, er sprintet jetzt plötzlich eiskalt aus dem Loch raus und beißt mir in den Hintern. Dann hätte ich mich aber in den Hintern gebissen, verdammt. Aber gut, zum Glück ist es nicht so gekommen. Ah, ich dachte schon, das ist die Olaf ist jetzt gezähmt Meldung. Aber nein, die Welt speichert in 30 Sekunden. Olaf plus Wolf ist Wolaf. Das stimmt. Oder Olf. Caris Lupus. Was ist denn Caris? Was heißt denn Caris, besser gesagt? Der ist so aufgeregt. Warum ist er denn so aufgeregt? Ich glaube, die Namen, ach, Polarwolf, ah ja, cool. Die Namen dürfen leider nicht besonders lang sein, es muss relativ kurz sein. Wow, Cyberpunk 2077 hat seinen Patch 1.5 rausgehauen, der ist mal eben fast 50 GB. Ah, interessant, interessant. Cyberpunk 77 ist, finde ich, auch so eine Geschichte. Ich habe das nicht, muss ich dazu sagen, auf den alten Konsolen gespielt. Kann sein, dass die alte Konsolenversion tatsächlich unspielbar und kacke war. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe die PS4-Version auf der PS5 gespielt. Und aus meiner Perspektive kann ich nur sagen, dass die Reaktion auf das Spiel voll überzogen war. Weil auf der PS5 zumindest hat die PS4-Version sehr gut funktioniert. Ja, die hatte Bugs. Ja, die war nicht perfekt, aber das hatte Witcher 3 auch. Und für mich war das ungefähr auf dem Niveau von Witcher 3 das Erlebnis. Aber wie gesagt, auf der alten Konsolengeneration kann das alles viel schlimmer gewesen sein, da weiß ich nicht. Aber aus meiner Perspektive war der Shitstorm irgendwie viel zu übertrieben. Aber ich habe mich auch, muss ich dazu sagen, im Vorfeld nicht großartig über das Spiel informiert. Deswegen weiß ich auch nicht, was die vielleicht angekündigt haben, was dann im Endeffekt gar nicht umgesetzt wurde. Also kann sein, dass da auch noch ganz viele andere Sachen schiefgelaufen sind. Das ist schon möglich. Ich sage nur eben so, aus meiner Perspektive war das so. Also ich konnte es gut spielen und ich hatte voll Spaß damit. Ich finde das echt ein cooles Spiel. Und ich kann wirklich auch jedem empfehlen, der jetzt die Finger noch davon gelassen hat, wegen der schlechten Presse und so und wegen des Verbuggtheitsgrads, dass wenn das mal wirklich ordentlich gepatcht ist und wenn vielleicht dann auch wirklich die Next-Gen-Version wirklich releasen, dann sollte man sich das Spiel auf jeden Fall anschauen, weil das ist schon sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Kann ich sehr empfehlen. Ich hatte echt super viel Spaß damit. Ich habe voll auf Hacking gelevelt. Und dann kann man eben echt lustige Sachen machen. Weil dann kann man halt quasi die Implantate der Gegner schon von Weitem hacken und kann dann entweder die komplett durchbrennen lassen, dass die einfach instant sterben, oder man kann sie durchdrehen lassen, dass sie gegeneinander kämpfen. Oder ganz viele lustige Effekte kann man dann in den Köpfen seiner Gegner anstellen. Und das war cool. Und dann hatte ich noch so eine Pistole mit zielsuchenden Projektilen.
Dann habe ich immer die Hälfte irgendwie deaktiviert, dass die einschlafen im Grunde oder ohnmächtig werden, die andere Hälfte wahnsinnig gemacht. Und dann bin ich einfach mit meiner zielsuchenden Pistole rein und habe alle weggeschossen. Das hat mir schon Spaß gemacht. Mir ist ehrlich gesagt die Welt fast ein bisschen zu gritty in Cyberpunk 2077. Das ist ja in Witcher auch so. Aber irgendwie war mir die Welt und waren mir die Figuren in Witcher doch dann letztendlich sympathisch. Und in Cyberpunk ist, finde ich, alles irgendwie noch viel mehr abgefuckt, auch wenn es so nach Glamour aussieht teilweise. Und das war mir fast ein bisschen zu düster alles, ehrlich gesagt, die Stimmung. Aber trotzdem, eigentlich ein sehr gutes Spiel. Wenn das mal richtig funktioniert, wartet noch ein Jahr vielleicht, aber dann kann man, glaube ich, tatsächlich nichts falsch machen. Dann ist es ein sehr gutes RPG. Nicht auf Witcher 3 Niveau, finde ich nicht, aber sehr gut. So, Olaf, Karis Lupus, Isegrim oder Vlad der Wolf. Das sind alles gute Namen. Das wird schwierig, sich zu entscheiden. Wie gesagt, wir haben nicht viele Zeichen zur Verfügung. Ich glaube, Karis Lupus und Isegrim könnte beides schon fast zu viel sein. Das weiß ich nicht genau. Vlad der Wolf ist auch zu lang. Vlad alleine wird gehen. Wir können ihn ja... Vielleicht machen wir eine Kombination aus allen Namen. Ol geht nicht am Schluss. Olis. Ich weiß es nicht. Ist halt wirklich eine dystopische Welt. Ja, ja, total. Die Witcher 3 Welt ist ja so eine Postkriegswelt oder so eine aktuelle Kriegswelt, in der man unterwegs ist. Und da kriegt man halt so die Leiden der einfachen Bevölkerung zu Kriegszeiten mit. Und das ist schon alles sehr düster. Aber in Cyberpunk ist halt einfach der ganze Planet echt abgefuckt. Und irgendwo mitten in der Wüste steht so die letzte große Metropole, in der sich Menschen irgendwie gerade so mit synthetischen Scheiß am Leben halten. Das ist halt nochmal ein ganz anderes Level an Abgefucktheit. Ich kriege immer Angst, weil wenn der Golem da hinten in der anderen Grube rummarschiert, wackelt immer der ganze Bildschirm. Und ich denke mir, jetzt kommt von hinten ein Golem und haut mich mit einem Schlag in die Wolfsgrube. Und dann werden wir hier von Karis Is Olaf Lat tot gegessen. Der Todesser. Essen hat er noch. Er hat noch rohes Reh und gebratenes Reh. Das heißt, die anderen Sachen, den Geckschwanz und das Wildschwein hat er auf jeden Fall gegessen. Okay, gut zu wissen. Wildschwein, rohes Wildschwein und rohe Geckschwänze isst er. Aber isst er überhaupt? Vielleicht isst er gar kein Reh. Das wäre schlecht, weil dann müsste ich jetzt Essen holen gehen. Wir müssen mal drauf achten. Anna, da war ein gelbes Herz. Ich habe ein gelbes Herz gesehen. Alles gut. Entschuldigung. Der Husten, ey. Der nervt. Vlisupus. Das eskaliert hier mit den Wolfsnamen. Ich würd so gern wissen, wie weit wir mit dem Wolf schon sind. Aber wir werden es wohl nie erfahren. Habt ihr mitbekommen, dass Mario Kart 8 jetzt nach ungefähr 100 Jahren, seit das released wurde, ich glaube, das wurde 1921 Mario Kart 8 released, wenn mich nicht alles täuscht. Und nach 100 Jahren kommt jetzt plötzlich ein neuer DLC, ein DLC-Paket über 2 Jahre hinweg. Kommen jetzt immer wieder neue Cups mit Retro-Strecken zu Mario Kart 8 hinzu. What the fuck ist denn da los? Das verstehe ich nicht ganz. Aber hey, ich kauf's und werde die spielen. Ich mag Mario Kart 8. Aber alle dachten sich, wann kommt Mario Kart 9? Und dann kommen DLCs für Mario Kart 8. Und ich denke mir ehrlich gesagt, warum eigentlich nicht? Weil, warum unbedingt Mario Kart 9
haben wollen, wenn wir mehr Strecken auch einfach für Mario Kart 8 dazu kriegen kann. Ist beides irgendwie gut. Ist okay. Aber es macht voll Sinn, weil Mario Kart 8 verkauft sich einfach wie geschnitten Brot. Das ist in den Switch-Charts immer wieder auf Platz 1. Wenn nicht gerade irgendein anderes großes Spiel gerade released wird, dann rutscht das mal schnell auf Platz 2 oder 3. Aber dann ist es sofort wieder an der Spitze der Charts. Auch in den britischen Charts ist es immer wieder auf Platz 1 oder zumindest oben mit dabei. Und insofern macht es natürlich voll Sinn, dass Nintendo sagt, na dann bringen wir jetzt doch noch einen zusätzlichen DLC raus. Ich persönlich, ich mag ja Crossovers. Ich finde Crossovers immer super. Ich persönlich hätte es ja total cool gefunden, wenn die tatsächlich nochmal so ein Crossover-DLC machen. So Mario Kart X Metroid oder irgendeine andere Nintendo-Lizenz, damit noch mehr Nintendo... Das wäre sowieso das, was ich mir denke. Oh, jetzt ist da gerade Dreh. Jetzt ist da gerade Dreh. Da liegt aber noch was da. Man kann da Stapel reinwerfen. Der ist dann immer nur eins von den Stapeln. Was ich mir gedacht hätte, aber so in meinen wildesten Fantasien, nicht, dass ich das wirklich für wahrscheinlich halte, aber was ich mir gedacht hätte, was nach Mario Kart 8 kommen könnte, wäre ein Nintendo Kart. Das wäre doch mal was, dass Nintendo seine ganzen Lizenzen nimmt, die ganzen coolen, farbenfrohen, vielfältigen Charaktere, die die haben, und in ein Nintendo Kart statt Mario Kart stecken. Wo dann eben wirklich aus allen Franchise die verschiedensten Figuren zusammenkommen. Mario Kart X Doom Slayer. Hey, ich meine, warum nicht? Es gibt immerhin in Smash Brothers ein Doomslayer-Kostüm. Leider wurde der Doomslayer nicht offiziell als richtiger Charakter rausgebracht, aber immerhin ein Vault Boy und ein Doomslayer-Kostüm gibt's für die selber gebauten Charaktere. Insofern ist das nicht super abwegig. Und wie geil wäre das, wenn die Memes wahr werden würden und die Isabella aus Animal Crossing und der Doomslayer wirklich gemeinsam in dem Spiel wären und Go-Kart fahren würden. Why not? Oh, aber das ist auch ein interessantes Thema, finde ich, weil Microsoft hat sich ja jetzt auch die letzten Monate und Jahre verdammt viele, verdammt große Lizenzen zusammengekauft. Ich bin sehr gespannt, ob die nicht auch auf so einen Multiversums-Partyspiel-Train aufspringen. Ob wir da nicht vielleicht bald ein Microsoft Smash Brothers kriegen oder ein Microsoft, ein Xbox Card, weil jetzt haben die ja wirklich alles. Die haben ja, also viel. Die haben die ganzen Bethesda-Lizenzen, die ja wirklich schon sehr namenhafte Lizenzen dabei haben. Ne, mit Fallout und mit Skyrim alleine kann man ja wirklich schon, Skyrim, ja, The Elder Scrolls, kann man ja wirklich theoretisch schon sehr viel machen. Und jetzt mit Activision Blizzard haben die Tony Hawk, haben die Crash Bandicoot gekauft, haben so viele Sachen gekauft, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Da könnten die viel so in die Richtung auch machen. Die haben sich jetzt halt die Maskottchen zusammengekauft, die sich halt Nintendo seit den 80ern so zusammengesammelt und aufgebaut hat. Ja, ja, alles spannend, finde ich, was da kommt. Eventuell. Und was Sony jetzt macht. Sony hat ja jetzt eben tatsächlich hier Dingsy gekauft. Na, helft mir. Die ursprünglichen Halo-Macher, die jetzt aktuell ihren Langzeit-Space-Shooter Destiny gerade machen. Wie heißen sie denn? Naja, die hat ja Sony gekauft. Und zwar für unverschämt viel Geld. Die haben irgendwie, glaube ich, fast 3 Milliarden. 3 Milliarden für die Destiny-Macher hingelegt. Das ist verdammt viel. Das ist verdammt viel für ein einziges Studio. Das ist total crazy. Aber Sony kann jetzt ein paar taktische Einkäufe machen, damit die quasi Microsoft ein bisschen was vor der Nase wegschnappen. Das ist vielleicht auch eine gute Strategie. Aber die können sich nicht mit Microsoft auf dem Wettkaufen einlassen. Weil Microsoft hat halt ein ganz anderes Budget in der Hinterhand. Ja, es ist, ich finde es super spannend, was sich da gerade entwickelt. Und ich bin super gespannt, wie sich das noch entwickeln wird in den nächsten Jahren.
da wird noch so viel passieren. Das wird alles total crazy. Auf jeden Fall wird alles crazy. Ob es dann auch gut wird, ist die andere Frage. Aber spannend wird's. Wolf! Hebe dich! Bitte! Gar nicht mehr! In 10 Minuten will ich zu streamen aufhören. Bis dahin muss dieser Wolf gezähmt sein. Sonst flippe ich aus. Wolf zähmen ist schon ist nicht einfach. Ich bin mal gespannt, ob EA irgendwann gekauft wird. Ja, ich auch. EA... Also zumindest hat Microsoft ja irgendwelche Deals, weil ja das EA-Abo, EA Plus oder wie die heißt, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, ist ja im Game Pass drin. Der Game Pass hat ja zumindest EA Access oder wie auch immer die heißen, integriert im Grunde. Mich würde es nicht interessieren, wenn da entweder Ubisoft vielleicht noch auf der Einkaufsliste steht von Microsoft oder ob vielleicht... zumindest die einen Deal machen, dass das Uplay Plus oder wie das auch wieder heißt, deren Abo-Modell auch in den Game Pass integriert wird. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, Ubisoft wäre jetzt, wo man sieht, in welchen Maßstäben Microsoft einkauft, wäre Ubisoft ein Schnäppchen. Und EA könnten die sich auch einverleiben ohne Probleme. Ist halt auch die Frage immer, ob die verkaufen wollen, ist klar. Ja, ja. Das ist halt jetzt ein Just Chatting. Ja, genau, stimmt. Zum Glück habe ich heute wenigstens die Kamera angemacht, dann ist es wirklich halt jetzt ein Just Chatting mit Wolfszähmen im Hintergrund. Also ich habe ja nee zu Zähmen gesagt. Ja, das stimmt. Aber du wurdest überstimmt. Kann man nichts machen. Naja, wenigstens haben wir interessante Themen, über die wir reden. Ah, Verzeihung. Ich bin schon ein bisschen am Kränkeln, ne? Aber schon seit Dezember im Grunde. Gucken wir mal, was es so an neuen Xbox-News gibt. Wenn wir schon dabei sind. Cyberpunk 2077 bringt Update 1.5 mit sich. Guckt, da war der Chat, da war der Abraxis schon schneller als die News-Seite hier. Oder als ich auf der News-Seite war zumindest. Weitere Titel im Februar im Game Pass, da gucke ich mal. Ich habe ja ursprünglich den Plan gehabt, dass ich alle, das war wieder so eine Idee von mir, ey, dass ich alle Spiele im Game Pass vorstelle, in Kurzreviews, aber es kommen so viele Spiele in den Game Pass, ich komme da nicht hinterher. Ab sofort verfügbar, ach so, in der Cloud. Okay, schauen wir mal, was kommt denn ab jetzt noch so in den Game Pass? Der Lawnmower Simulator, den gibt's doch schon, oder? Vielleicht gibt's den nur für den PC und jetzt kommt da... Ach so, Xbox One. Manchmal, das ist beim Game Pass ein bisschen verwirrend. Das müssen die, finde ich, noch ein bisschen streamlinen. Weil wenn man so die Listen sieht, was alles in den Game Pass kommt, dann haben die Cloud-Versionen von den Spielen, die PC-Versionen, die Xbox One-Versionen und die... Series X und S Versionen und die sind teilweise halt getrennt voneinander, kommen die in den Games Pass und gehen wieder. Und das macht das alles schon ein bisschen verwirrend. Madden NFL interessiert mich nicht, aber am 17. Februar, übermorgen, da wird's interessant für mich, da freue ich mich drauf. Da kommt nämlich in den Game Pass Total War Warhammer 3. Ja, das werde ich mir aber sowas von anschauen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da sind wir wieder bei diesen Strategiekartenspielen, ne? Die mir dann wahrscheinlich doch wieder zu komplex sind und ich habe wieder keine Geduld, mich einzuarbeiten. Aber trotzdem habe ich da Bock drauf. Da bin ich gespannt. RoboQuest. RoboQuest. Ich kenne jetzt RoboQuest nicht. Ich will jetzt hier nicht irgendwie, ne,
Vielleicht ist das ein ganz tolles Spiel, das mir jetzt nur nicht gesagt. Vielleicht ein ganz nettes Indie-Spiel, man weiß es nicht. Ich will jetzt hier überhaupt nicht shit-talken. Aber so allgemein, unabhängig von RoboQuest, kommen jetzt aktuell in den Game Pass schon auch ganz viel so Shovelware-Spiele. So ganz kleine Spiele, die auch teilweise ehrlich gesagt nicht wirklich gut sind, die halt so reingeklatscht werden, damit halt da noch mehr Füllmaterial da ist. Ist okay. Da sind auch einige Perlen dabei, die ich echt toll finde. Aber ja, genau. Aber das ist cool. Galactic Civilization 3. Oje, oje. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite war, aber ein Galactic Civilization habe ich auch echt viel und lange gespielt. Super cool. Aber das ist so ein typischer Fall von, das ist genau das, wo ich mich nie wieder reinarbeiten werde in so ein Spiel. Super Mega Baseball. Ich habe jetzt im ersten Moment Super Monkey Ball gelesen. Das hätte ich cool gefunden. Aber Super Mega Baseball, weiß ich nicht, ob ich... Ich ist nichts für mich, glaube ich. Und Alice Madness Returns. Das gibt's auch jetzt schon, aber das kommt auch noch für den PC. Alles klar. Ja, ja. So ist das. Ich habe die Pläne noch nicht aufgegeben, dass ich so Reviews mache im Grunde. So ein bisschen für die Xbox-Spiele. Für die Game Pass-Spiele. Weil ich die halt auch gerne alle durchprobiere. Aber ich weiß noch nicht genau, wie und wann und in welchem Format. Ich muss mal ganz kurz nochmal schneuzen. Moment. Habt ihr gesehen, wie sich der Wolf hinterm Ohr gekratzt hat? Das war niedlich. Ist er jetzt dann bald mal gezähmt vielleicht, der Herr Wolf? Jetzt wird die Welt schon gesaved vor lauter... Vor lauter Wolf. Nicht zähmen. Naja. Bei der Ankündigung von Voice of Cards The Forsaken Maid habe ich irgendwie direkt an dich gedacht. Das sagt mir gar nichts. Voice of Cards klingt aber nach einem Deckbilder-Spiel. Die mag ich ja immer gern. Wenn das ein Deckbilder-Roguelite ist, dann bin ich schon dabei. Mehr muss ich nicht wissen. Ist schon mein Spiel des Jahres wahrscheinlich. Oh Gott, oh Gott. Total War Warhammer 2 war schon voll geil und ich freue mich auf den dritten. Ja, ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wolf. Es ist jetzt die zweite Nacht. Wir zähmen den Wolf jetzt noch. Verdammt nochmal. Und wenn es das Letzte ist, was wir heute in diesem Stream tun. Du kommst in meinen Keller. Ob du willst oder nicht. Der Kellerwolf. Ah. Hat er noch Essen? Ja, hat noch Essen. Der Bub. Oder das Mädle. Ich weiß es nicht. Beides haben wir schon geklärt. Valheim ist das nicht so. Man braucht trotzdem, es ist wie bei Schnecken. Schnecken sind ja auch zwittrig, aber können sich nicht alleine fortpflanzen. Die brauchen trotzdem den Partner, damit die sich gegenseitig befruchten. Ich glaube, so funktioniert es mit Valheim-Wölfen. Valheim-Wölfe sind quasi Schnecken, im Endeffekt. Könnt ihr in die Geschichtsbücher, in die Videospielgeschichtsbücher schreiben, wenn ihr wollt. Seid aber dann selber schuld, wenn ihr so einen Quatsch da reinschreibt. Wolf, werde mein Freund jetzt. Was ist denn mit dem? Vielleicht müssen wir die eine Nacht jetzt noch durchhalten. Mond, du gehst jetzt da unter und zwar sofort, damit der nächste Tag losgeht. Ich hab keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt auch die Gaming-News aus. Mein Plan, durch die Wolfszähmung den Stream hinauszuzögern, geht auf. Ja, aber war es das wert, Abraxe? Für den Stream, den ihr dafür bekommt.
Ah ja, genau. Und Platinum Games hat jetzt auch, das fand ich echt lustig. Jetzt geht es nämlich schon von der anderen Seite los. Platinum Games hat jetzt gesagt, so, ach, übrigens, wir wären bereit, aufgekauft zu werden, wenn jemand Interesse hätte. Jetzt werfen sich die Studios schon auf den Markt. Das fand ich sehr lustig. Wir wären bereit, aufgekauft zu werden. Also wenn jetzt zufällig hier Microsoft oder Sony noch ein, zwei Milliardchen übrig hätte, wir würden die schon nehmen. Toll, oder? Ich kann es voll verstehen, ey, ohne Scheiß. Wenn ich so ein Entwicklungsstudio hätte und Microsoft kommt mit der Milliarde an, dann würde ich die mit Handkuss nehmen. YOLO. Mache ich ein neues Studio mit den neuen Microsoft-Milliarden auf. Deswegen, danke, ich bin raus aus der Nummer. Mache ein neues Studio und das verkaufe ich dann ein Jahr später wieder an Microsoft. Ich werde Microsoft Studio Zulieferer hauptberuflich. Schön, schön. Ach ja. Das war auch eine geile Aktion von Platinum Games. Ja, ich find's auch super. Jo, mach's gut, Wild Wild South. Bis bald. Was, Witherschädel ist dein Vater? Und... was? Verstehe ich nicht. Wolf! Was ist denn? Ja, wahrscheinlich jetzt wirklich die Nacht noch. Aber dann. Ach, das lese ich jetzt gerade zum ersten Mal. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Scalebound. Könnt ihr euch noch an Scalebound erinnern? Das wurde irgendwann mal, ich glaube, auf einer Microsoft-Konferenz ganz groß irgendwie angekündigt. Und jetzt hat Platinum Games... Und dann wurde es plötzlich gecancelt. So puff, weg. Keine Ahnung. Keiner hat was mitbekommen. Plötzlich hat es geheißen, ach ja, übrigens, Scalebound, ne? Fandet die geil, den Trailer, ne? Ja, es gibt's nicht mehr. Er ist jetzt tot. Und jetzt sagt Platinum Games plötzlich, wir möchten die Entwicklung wiederbeleben. Und das kurz vor der News, dass sie bereit wären, aufgekauft zu werden. Na, na. Wenn das mal nicht, ne, wenn es da mal nicht einen Zusammenhang gibt. Wenn da mal nicht Platinum Games insgeheim zu Microsoft, die ja ursprünglich schon Scalebound mit ihnen gemacht hätten, sagt, ach übrigens, wir hätten da noch dieses Scalebound-Projekt. Könnt ihr euch erinnern? Ja, das war das. Ich kann es euch mal zeigen. Vielleicht sieht man es. Hoffentlich. Stell dich ein, Kamera. Das war das, wo man so ein Final Fantasy-artiges Team spielt, das aber auch Drachen beschwören kann, mit denen man dann rumfliegt. Und wo es so... Personenkampf und Drachenkampf geben sollte. Naja, ja. Naja. So, so. Bin ich gespannt. Bungie. Ja, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Bungie heißen die Halo-Macher, die ursprünglichen, die Sony jetzt gekauft haben. Mir ist der Name nicht eingefallen. Tag 317. Wolf, zwei Tage sind vergangen. Er kratzt... Ah. Ich muss jetzt nachgucken, auf wie viel Prozent der Wolf ist. Vielleicht dauern Wölfe länger als Schweine. Es kann ja sein. Ein Schwein dauert zwei Tage. Vielleicht dauert ein Wolf 4 Jahre und 3 Monate. 6, 5, was? 65% ist der erst gezähmt. Das irritiert mich so, ich kann nicht mehr reden. Der ist gerade mal ein bisschen über die Hälfte gezähmt. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist denn los hier? Nein, das gibt es nicht. 2 Tage, er war ein bisschen aggro, okay. Das heißt 3 Tage. Wolfszähmung dauert 3 Tage. Oh. Oh. Skull and Bones, Abraxe, du hast recht. War das nicht von Ubisoft, dieses Assassin's Creed Schiffsschlacht Standalone-Spiel, ne?
Stimmt, das ist auch irgendwie einfach von der Bildfläche verschwunden. Wurde das überhaupt jemals offiziell gecancelt? Ich glaube nicht, ne? Das ist einfach so, da wird nicht mehr drüber geredet. Wie? Skull and Bones. Hab ich euch zum ersten Mal. Hatten wir nie in Entwicklung. Lügen. So wirkt das ein bisschen. Vielleicht ist es ja noch in Entwicklung, wer weiß. Aber ich glaube nicht. Ich mochte Assassin's Creed Valhalla ganz gerne. Ich habe das gern gespielt, habe da auch ganz viel Zeit reingesteckt. Hat mir eigentlich gut gefallen. Die haben da ein paar coole Ideen so mit reingepackt und die klassische Ubisoft-Formel ein bisschen aufgelockert. War cool, hat mir gefallen. Aber die Schiffsschlachten habe ich schon sehr vermisst. Die hätten natürlich in der Form, ist klar, in Valhalla überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber die Assassin's Creed 3 Schiffsschlachten und darüber hinaus, die waren schon der Hammer, ey, oder? Das waren die besten Schiffsschlachten, die ich zumindest jemals gespielt habe. Die haben mir sehr gut gefallen. Das waren die Highlights. Das waren auch, da habe ich in Assassin's Creed 3 habe ich auch gern gespielt und die Schiffsschlachten waren aber das, also für mich das Highlight der gesamten Assassin's Creed-Reihe. Das hat mir so Spaß gemacht. Insofern ja. Aber für mich wäre, glaube ich, dieses Skull and Bones wieder nichts gewesen, denn ich bin halt kein so ein Multiplayer-Spieler. Und das war eine von diesen Ankündigungen, wo sie sagen, ja, hier Schiffsschlachten, vier Spieler gegeneinander, voll cool. Und es gibt auch einen Story-Modus. Und wenn die das so rum erklären, dann gibt es nicht wirklich einen nennenswerten Story-Modus. Der wird dann so dran geklatscht. Aber ja, genau, trotzdem. Das war cool. Okay, mach's gut, Gego. Bis bald. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir den Wolf jetzt heute echt doch zähmen, wenn der jetzt erst ach, come on, zu zwei Drittel gezähmt ist. Doch, sonst ist jetzt, das machen wir jetzt noch schnell. Die 10 Minuten oder wie lange es dauert, halten wir jetzt noch durch, oder? Sonst hat der Stream jetzt kein schönes, befriedigendes Ende. Aber vielleicht hole ich mir jetzt ein Stück Kuchen. Ich hole mir noch ein Stück von meiner Geburtstagstorte und esse das jetzt hier, während der Wolf isst die ganze Zeit, ich werde hungrig. Die Entwicklung läuft tatsächlich noch. Ach was, na schau. Okay, ich bin gleich wieder da mit Kuchen. Ich hoffe, ich werde in der Zeit jetzt nicht von irgendwas gefressen. Ich beeil mich. Bis jetzt lief's ja gut. Wetten, jetzt spawnen irgendwelche Drachen und schubsen mich ins Wolfsloch. Ich würde so lachen, wenn ich wiederkomme und ich bin tot. Nicht wirklich, ich wäre traurig. Schauen wir mal. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Mit einer Mandelsahne, weiße Schokolade, Eierlikör und noch irgendwas Torte. Die ist ziemlich krass süß und so, aber auch echt lecker. Mahlzeit. Derzeit peilt Ubisoft laut einigen Angaben einen Release im Geschäftsjahr 2022, 1. April 2022 bis 31. März 2023 an.
Aha, tatsächlich ist das noch in Entwicklung. Na dann. Bin ich ja mal gespannt, weil wie gesagt, die Schiffsschlachten in Assassin's Creed, die waren schon der Hammer, finde ich. So, na dann. Hätten wir das auch. Ich habe gerade negative Ark-Flashbacks. Ark habe ich nie so lang gespielt. Das war gerade so eine Phase, wo ich so ein bisschen raus war auf diesem Aufbau-Survival-Spielen, aber ich weiß genau, was du meinst. Ach, Wolf. Ich weiß nicht, was ich noch... Was machen wir denn jetzt noch? Die restliche Zeit. Hey, Löffelkreis, dankeschön. Super nett von dir. Das Bitglas wird heute nochmal zum Abschluss ordentlich durchgesprengt. Das hat heute schon viel mitgemacht. Dankeschön. Oh, danke. Ist schmatzvoll, oder? Blöder Kuchen. Warte mal kurz. Aber sehr lecker. So, Dalla Wolf, come on jetzt. Wer hat jetzt gezähmt, bitte? Oh, gib mir noch ein Thema vor, bitte. Kann mir im Chat jemand irgendein Thema vorgeben, über das wir noch reden können? Mein Hirn ist leer geredet. Ich weiß nichts mehr. Ich habe nur noch Wolfsherzen, die vor meinen Augen aufsteigen überall. Sonst nichts mehr. Leer. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie wir den Wolf am besten wieder aus der Grube kriegen, aber so, dass wir die Grube dann auch im Notfall wieder zumachen können. Aber das hat sehr gut funktioniert, oder? Den Wolf da reinzuschubsen mit Blocken und dann Fleisch reinzuwerfen. Ist ein bisschen zeitaufwendig hier. Beim nächsten Mal mache ich das außerhalb des Streams und stelle mir irgendwie ein Tablet mit einer Serie mit Netflix hier auf oder starte auf dem zweiten Bildschirm ein anderes Spiel, das ich währenddessen spiele. Aber... abgesehen vom Zeitaufwand funktioniert das sehr gut. Das ist schon cool. Muss man wirklich in der Nähe bleiben? Muss man überhaupt wirklich in der Nähe bleiben? Ich weiß es nicht. Mir wurde es so gesagt von einem Mitspieler, der sehr viel mehr Erfahrung in dem Spiel hatte. Aber es kommt mir komisch vor. Ist das Teil des Gameplays, dass man eine halbe Stunde lang hinter einem Stein hockt und dem Wolf zuguckt, wie er Herzen produziert? Wirklich? Vielleicht. Vielleicht. Wer weiß. Alles ist möglich. Oh, ich könnte eine Treppe bauen. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt erst einfällt. Das ist so offensichtlich. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, man könnte so ein bisschen...
das Terrain ebnen und dann aber aufpassen, dass man es nicht zu sehr ebnet, damit man es dann schnell auch wieder, da muss ich es wieder weghacken unten, damit man oben wieder aufschütten kann, wenn es soweit ist, dass neuer Wolf kommt. Aber ich kann auch einfach eine Treppe bauen. Dann kann der Wolf rausgehen und ich mache die Treppe wieder kaputt und fertig. Ich hätte mal wieder Lust auf ein gutes MechWarriors. Ein MechWarriors, ja. Die fand ich früher auch ganz cool, aber ich bin nie gut gewesen. Im Gegenteil. Ich war immer furchtbar schlecht in MechWarriors. Aber die Idee an sich fand ich super cool. Ich mag diese rundenbasierenden MechWarrior-Spiele vor allem gerne. Wie hieß das, das erst vor kurzem rauskam? Das hat mir gut gefallen. Wolf has been tamed! Sehr gut. Das war mein Freudenkrächzen. Wolf has been tamed! Okay. Treppe. Jetzt darf nichts schief gehen. Wir sind noch nicht überm Berg, Leute. Wir sind noch nicht vorbei. Der Wolf ist noch nicht die Treppe hochgegangen und ist noch nicht in Sicherheit. Noch kann viel passieren. Wolf? Wolf? Da, den sieht man gar nicht. Okay. Pet. Aber ich kann dem jetzt nicht wirklich Befehle geben, oder? Dass der mit mir mitkommt oder so. Dachte, man kann denen irgendwie Kommandos geben. Aber scheinbar nicht wirklich, oder? Oder check ich's nur nicht wie? Was haben wir jetzt für einen Namen gesagt? Ich finde die Namen nicht mehr. Warte mal hier. Das war die Kombination aus allen. Achtung. Vlissupus. Okay. Vlissupus. Mal ganz kurz gucken. Google das mal ganz eben, ganz kurz. Ich dachte, man kann den Wall, aber wahrscheinlich muss ich wieder irgendwas craften, um Wölfen Befehle geben zu können, oder? Valheim Wolf Commands. Schauen wir mal. Wolf, Wolf, Valheim. Bla bla bla. Drops. Spawns, Strategy, Tamed Wolf. When roaming around in an area where animals are made, wolf, bla 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 bla. Taming a Wolf. Eine halbe Stunde dauert es, um einen Wolf zu zähmen. Verdammt nochmal. Warte mal schnell, der Chat. Der Twitch-Chat aktualisiert sich aus irgendeinem Grund nicht mehr. Ach, weil ich so weit hochgescrollt habe. 6-Tage-Wolf, ja, das stimmt. Encased. Ne, das sagt mir nichts. Das kenne ich nicht. Ich finde nichts dazu, wie man Wölfen Kommandos gibt, Mensch. How to tame a wolf. How to tame and breed wolves. Na, ich gehe mal auf den Polygon Guide. Ich würde den jetzt echt noch gerne schnell sicher in meinen Keller kriegen, Mensch. Bitte, bitte, bitte. Oder geht das gar nicht? Taming a wolf, bla bla bla, soweit sind wir. How to breed wolves. Okay, warte mal, kann ich Wölfe keine Befehle geben aktuell? Geht das nicht? Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich dachte, man kann Wölfe so ein bisschen als Begleiter mitnehmen und so. Aber ich weiß jetzt nicht. Bleibt jetzt für immer hier. Das jetzt hier. Was ist das? Kann ich streicheln. Ich meine, das ist ja super. Mein Gott, ist der groß, oder? Der ist größer als ich.
Ich finde es gut, dass ich den immerhin streicheln kann. Das ist ein Qualitätsmerkmal für ein Spiel. Aber irgendwie... Ah, follows you. Jetzt lese ich es erst. Oh, bin ich bescheuert. Jedes Mal, wenn ich den streichel, verändere ich stehen bleiben und folgen. Jetzt müsste er mir eigentlich folgen. Ja, okay, ich bin wieder cool mit dem Spiel. Mein Lieblingsspiel wieder. Gerade dachte ich für einen Moment, das ist doof. Jetzt kommt der Wolf da nicht runter. Ich hasse das Spiel, ey. Das schlechteste Spiel aller Zeiten. Unglaublich, was die hier fabriziert haben. Der Wolf kann nicht mal die Treppe runterkommen. So, jetzt funktioniert's. Cooles Spiel. Ich mag Valheim. Valheim ist schon einfach genial. An alles haben die gedacht. Wolf, komm jetzt mit. Hinein in die gute Stube mit dir, bevor irgendwelche bösen Drachen oder irgendwas anderes kommen. Komm, hier zu mir. Komm jetzt rein. Hat er Wegfindungsprobleme? Es ist so ein schlechtes Spiel. Nee, Quatsch. Ich bin nur gerade am Durchdrehen, Leute. Wolf, jetzt komm. Komm rein. Komm in die warme Stube. Du bist jetzt gezähmt. Du kannst jetzt die Vorzüge der Zivilisation genießen. Du musst nicht mehr raus in die Kälte. Guck. Ist es nicht cool hier? Und jetzt bleib hier. Ach so, aber dann bewegt er sich schon so ein bisschen frei, wenn ich zu ihm sage, stay. Okay, aber okay, cool. Er wohnt jetzt hier. Cool. Ende. Danke fürs Dabeisein. Es hat mich gefreut. Vielen Dank. Danke für die super vielen Bits und Likes und Abos und alles. Und gute Nacht. Macht's gut. Ciao.